Willkommen zum Effekte Science Slam Special! Corona-Bedingungen, einer Meter Abstand, da ist die Akustik ein bisschen schlecht, ihr müsst noch mal alles geben. Herzlich willkommen zum Science Slam Effekte Special! Wunderbar, das trägt so. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, ich als Moderator kann heute nicht so viel reden, denn wir haben heute mehr Slammerinnen und Slammer, als wir eigentlich eingeplant haben. Die gute Nachricht ist, ich habe bisher ein paar Mal das Feedback bekommen, dass ich zu viel quatsche beim Science Slam. Das heißt, möglicherweise ist das Publikum jetzt so 50-50 gespalten, dass sie mich ein bisschen weniger hören. Und ihr merkt es auch jetzt schon, ich rede einfach noch ein bisschen schneller, damit wir in der Zeit besser zurechtkommen. Nein, dann, das sind die Leute, die nach uns dran sind, die lynchen uns. Kurze Abfrage ins Publikum per Handzeichen. Wer war denn noch nicht bei einem Science Slam? Okay, es sind ein paar, hervorragend. Aber ganz kurz, erklär mir jetzt, wie es funktioniert. Ansonsten müsst ihr euch von den Nachbarinnen und Nachbarn noch so ein bisschen was erklären lassen, weil wir haben ja keine Zeit. Wie funktioniert das Ganze? Ein Science Slam sind wissenschaftliche Kurzvorträge, die jetzt heute 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren über ihre eigene Forschung, ihr eigenes Fachgebiet. Sie haben dafür jeweils 10 Minuten Zeit. Das Ganze soll möglichst verständlich sein, auch unterhaltsam dargeboten und auf 10 Minuten beschränkt. Und das Allerwichtigste, und ihr seht es jetzt schon hinter mir oder beziehungsweise neben mir, das Ganze ist ein knallharter Wettbewerb. Also die kennen sich, vielleicht ein netter, knallharter Wettbewerb, aber ihr stimmt als Publikum am Ende darüber ab, wie sie das gemacht haben. Haben sie gut erklärt, was sie machen? War das eine mitreißende Präsentation? War es was auch immer? Normalerweise, für die, die schon öfter dabei waren, machen wir es auch in 2 Kategorien, für den Inhalt und den Präsentationsstil, um es auch so ein bisschen auszudifferenzieren. Wir haben heute keine Zeit, deswegen alles in eine Wertung zusammengefasst, bitte aber beides dabei berücksichtigen. Zweitens, da das ja heute ein hybrides Event ist, sind einige Leute hier, sind bestimmt auch einige Leute zu Hause im Wohnzimmer bei einer Watchparty im Garten, die das Ganze über den Online-Stream anschauen. Deswegen findet die Abstimmung diesmal nicht über Gruppen, wir verteilen hier keine Klemmbretter im Publikum ab, statt, sondern online über Mentimeter. Das heißt, alle, die hier anwesend sind, müssen später nach allen Vorträgen ihr Smartphone zücken oder wenn sie einen Laptop dabei haben, meinetwegen gerne auch den, gibt ja K-WLAN hier. Und auf der Seite menti.com, ich sage nachher einen Abstimmungscode, wenn wir alle gehört haben, dort dann diese finale Bewertung für alle Vortragenden eintragen. Und die, die zu Hause am Rechner sitzen, naja, die sitzen eh schon am Rechner, die können das da dann auch machen. Gut. Yannick, was habe ich vergessen? Nix. Na, was? Das ist Yannick, mein Co-Moderator heute Abend. Der sollte mich an wichtige Dinge erinnern, die ich vergessen habe. Aber natürlich, das Publikum muss auch mitmachen. Ja. Hervorragend, genau. Denn das müssen wir trotzdem noch machen. Wir müssen uns alles ein bisschen straffen. Aber damit wir in der Zeit bleiben, müsst ihr nochmal besonders mitarbeiten. Wir bräuchten jemanden, der für unsere Vortragenden hier die Zeit stoppt. Nach 9 Minuten eine gelbe Karte signalisiert, nach 10 Minuten die rote Karte und normalerweise sagen wir, ja, noch so eine halbe Minute drauf. Können wir heute nicht, weil wir keine Zeit haben. Das heißt, nach der roten Karte komme ich gleich auf die Bühne und werde euch das Mikrofon aus der Hand reißen, das Headset vom Kopf, was auch immer. Damit es nicht so weit kommt, vielleicht könnt ihr nett die rote Karte schwenken, dass sie auch pünktlich fertig werden. Gibt es jemanden, der sich das vorstellt, der mit seinem Uhr das eine... Oder wie ist dein Name? Mario. Mario. Okay, bitte mal einen Riesenapplaus für Mario. So, hier gibt es schon Bestechungsversuche, du musst unparteiisch bleiben, es gibt auch ein Freibier dafür. Was? Der Stream geht noch nicht, haben wir da eine Rückmeldung? Nun ja, ich sehe viele Leute angestrengt auf Bildschirme gucken, ich glaube, da wird dran gearbeitet, ich gebe dann nachher nochmal ein Update. Ansonsten gibt es nachher nochmal eine Einführung für alle, die sich online später zuschalten. Vielleicht noch mal eins zurück. Das müssen wir trotzdem machen. Die schon mal beim Science Slam dabei waren, kennen das Ganze schon. Aber das ist ganz wichtig, gerade weil es jetzt hier auch noch mal ein neues Abstimmungssetting ist. Ja? Bei der Abstimmung sollen am Ende Inhalt und Präsentation bewertet werden.
Und hier ja in diesem Hexenkessel auf dem Kronenplatz. Ja, die Stimmung wird überkochen, ich bin mir sicher. Da geht's mit euch durch. Und dann muss es ja am Ende irgendwie so nüchtern in diese Abstimmung übertragen werden. Um das hinzubekommen und auch so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie sowas funktionieren könnte, möchte ich gerne mit euch hier auch nochmal unser Abstimmungsverfahren kalibrieren. Als Maß für Stimmung, die hier so vor Ort herrscht oder sogar da draußen herrscht, ja, sie stimmen alle mit ein, müssen wir mal Applaus auf Abstimmung kalibrieren. 1 bis 10 Punkte. 1 ist wirklich eine total miese Bewertung. Wie würde bei euch so ein 1-Punkte-Applaus klingen? Ja. Ein 3-Punkte-Applaus. Ein 5-Punkte-Applaus. 7 Punkte. Okay, 8 Punkte. 9 Punkte. Und der 10-Punkte-Applaus. Okay, das ist also für euch so ein bisschen die Maßgabe, könnt ihr dann in eurer Bewertung auch einfließen lassen. Der Inhalt wird natürlich rein nüchtern betrachtet. So, nachdem ich schon wieder so viel gesprochen habe, wird es nun Zeit, zu unseren Slammerinnen und Slammern zu kommen. Und da noch eine weitere Besonderheit. Das hier ist auch einer von meinen beiden Abschieds-Science-Slams hier in Karlsruhe. Ich mache das Ganze jetzt Zeit. Es tut mir leid, aber es wird auch Zeit, der jungen Generation die Bühne zu überlassen. Ich mache das Ganze seit 2013 und mittlerweile bin ich auch in Heidelberg und ich denke, noch 2 wunderbare Abschiedsevents hier in Karlsruhe. Und deswegen habe ich Leute aus den letzten 8 Jahren eingeladen. Das heißt, vielleicht habt ihr die schon einmal hier auf der Bühne gesehen. Manche forschen schon gar nicht mehr an diesem Thema oder sind schon ganz woanders gelandet. Wir haben nochmal so ein Best-of, ein Revival aus den letzten Jahren. Ich möchte mit den Leuten danach sprechen. Wohin hat sie dieser Science Slam gebracht? Auf die Professur, nach Hollywood? Man weiß es nicht. Wir werden darüber sprechen. Das sind jedenfalls die 6 Vortragenden an unserem heutigen Abend. Und die Reihenfolge haben wir jetzt vorher auch schon vorher ausgelost, nicht auf der Bühne, weil wir das für den Online-Stream schon vorbereiten mussten. Ich möchte aber euch trotzdem alle mal kurz auf die Bühne bitten, dass das Publikum euch zumindest schon einmal gesehen hat. Und für euch bitte einen riesen 10 Punkte, was sage ich, extrapolieren wir, 11 Punkte Applaus für die Vortragenden. Martin Wert, Anastasia August, Wiebke Schick, Uwe Geitsch, Matthias Mader und Susanne Grube. Kommt drauf! Ja, so ein bisschen Abstand. Was? Also, ja, jetzt alle, guckt mal alle seriös. Ja, alle seriös. Ja, jetzt ist er weg. Okay, gut. Diese 6, wie gesagt, vielleicht habt ihr sie mal gesehen, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vielleicht auch schon länger, werden heute für euch slammen. Und das ist tatsächlich auch die Reihenfolge schon, die ihr auf der Folie seht. Martin Wertz wird anfangen. Das heißt, ihr dürft die Bühne erstmal wieder verlassen und dürft euch setzen. Ihr seht sie alle nachher später wieder. Genau, man darf auch nochmal bei Abgehen nochmal klatschen. Du darfst hier bleiben. Ja, also ich würde jetzt übrigens sagen, die Zeit zählt noch nicht. Das kann nämlich nicht sein, weil ich habe jetzt quasi mindestens ein 2- oder 3-faches Problem, dass da draußen immer noch hier Leute meinen, sie müssen, wie ist denn das jetzt überhaupt ausgegangen? Also das ist jetzt rum. Das Ding ist jetzt rum. Also das heißt, hey Leidler, komm doch mal hier noch rein. Wir brauchen ja noch ein paar, auf jetzt. Ich glaube, wir kümmern uns darum, dass okay. Das ist das eine Problem, dass ja noch gar nicht so viele da sind. Aber das geht jetzt auch schon alles von der Zeit. Nein, jetzt das startet doch noch nicht. Ja, aber. Okay, also und mein zweites Problem ist natürlich das, quasi. Du kannst doch jetzt noch anfangen. Ja, genau. Ja. Gut, ja. Willst du anfangen? Ja, mach los. Okay, weil das ist noch rein allerletztes. Du hast doch unsere Science-Slam-Tradition hier in Karlsruhe. Erinnerst du dich nicht? Achso, du musst mit so einem Also ich hätte es jetzt spektakulärer ausgedrückt. Ja, aber wir haben hier ein sehr liebgewonnenes Ritual, das uns eigentlich sehr wichtig war in Karlsruhe immer. Wir beginnen jeden Vortrag mit einem auf die Plätze Science-Slam. Ihr ruft das Slam rein und ab dann läuft die Zeit für dich. Okay. So. Also bisher noch keine Minute drauf. Das üben wir nicht, das machen wir gleich und dann läuft die Zeit für dich. Okay. Auf die Plätze. Science! Science! Ja, genau. Also das heißt, jetzt bin ich ja schon bei meinem zweiten Problem. Und zwar, wenn ich hier auf der Bühne stehe, dann beneide ich nämlich immer solche Physiker und so. Weil wenn zum Beispiel ein Physiker sagt, hey Mensch, er sucht neue Teilchen. Aber bitte mit Zahn. Okay, schon falsch angefangen. Also wenn ich hier auf der Bühne stehe, beneide ich die Physiker, weil wenn so ein Physiker sagt, Mensch, ich suche neue Teilchen, dann weiß ja jeder quasi, bei dem sich die Gedanken drum dreht. Und ich als Maschinenbauer brauche erstmal 9 von meinen 10 Minuten, um überhaupt das Problem zu erklären.
Und zwar, unsere Autos heutzutage, die sind eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist die Karosserie aus Blech gemacht. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Also man hat einfach einen Blechzuschnitt, der kommt in so eine Umformpresse, in so ein Umformwerkzeug rein, zack, geht zu, bam, Bauteil ist fertig. Und im Prinzip wird jetzt das ganze Auto aus solchen Teilen einfach, jetzt hätte ich schon fast gesagt, zusammengenagelt, nein, zusammengeschweißt, zusammengenietet und noch ein bisschen lackiert, das ist also das Auto. So, so und jetzt haben wir hier so ein Auto und das ist, muss natürlich so sein, hier, dass das ökologisch unterwegs ist, möglichst wenig Schadstoffausstoß, beziehungsweise bei einem E-Mobil möglichst viel Reichweite bei gegebener Batterieleistung. Und um das zu erreichen, muss dieser Karre möglichst leicht sein. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das erreichen, dass so ein Fahrzeug möglichst leicht ist? Ja, das macht man damit. Der Konstrukteur hat eben eine riesen Auswahl an verschiedene Blechdinger, an verschiedene Werkstoffe und für jedes Bauteil sucht er sich eben immer das Optimum an Bauteil oder an Werkstoffeigenschaften raus, um eben ein möglichst leichtes Bauteil zu machen. So, jetzt haben wir natürlich wieder hier unser Blechautole und jetzt ist das Problem, Mensch, in diesem Auto gibt es teilweise auch ziemlich große Bauteile, die aber nur an ziemlich kleine Stellen hoch beansprucht sind, zum Beispiel bei der A-, B- und C-Säule. So, und vor langer Zeit, also vor einigen Jahren, hatte so ein Konstrukteur gar keine andere Wahl, als praktisch das ganze Bauteil aus einem dicken, entsprechend festen Werkstoff zu machen. Das wäre natürlich mords die Verschwendung. Ja? Also zum einen für diesen Werkstoff und zum anderen wird der Karre schwer und braucht entsprechend dann viel Sprit bzw. viel Strom. Und es gab eben da findige Ingenieure, die haben dann sogenannte Tailor-Welded Blanks entwickelt, das auf Deutsch maßgeschneidert geschweißte Platinen, also wo man zunächst im flachen Zustand unterschiedlich dicke Bleche zusammenschweißt, dann umformt und damit kriegt man das eben hin, dass das Bauteil nur an der Stelle die Dicke hat, die es eben braucht. Damit kann man einen ganzen Haufen Gewicht einsparen. Und mit Stahl ist das also überhaupt kein Problem, das gibt es schon lange. Wenn man jetzt aber quasi noch ökologischer machen will, noch leichtere Fahrzeuge machen will, dann will man eben solche Tailor-Welded Blanks auch aus Alu machen und da gibt es ein klitzekleines Problem. Die Naht, die reißt nämlich auf, ja, also bei unserem schönen Tailor-Welded Blank reißt diese Naht auf und jetzt stehen wir quasi wieder Ochs vorm Borg, überlegen uns ja, woran liegt das eigentlich, jetzt müssen wir da erstmal ein bisschen genauer angucken, ziemlich genau ins Detail gucken, um das zu verstehen, was passiert mit diesem Werkstoff beim Schweißen und was kann man vielleicht dann auch nachher auch mit tun. So, Hintergrund ist der. Also genau, quasi reine Werkstoffe, also reines Aluminium, das hat quasi eine ziemlich geringe Festigkeit. Deshalb nutzt man in der Technik verschiedene Mechanismen, um diese Festigkeit noch weiter zu steigern. Und jetzt gucken wir da mal ins Lehrbuch, da gibt es diese Formel. Und da steht nämlich drin, aha, die Festigkeit von diesem Werkstoff ist eben nichts anderes, wie im Prinzip hier dieser vordere Term von dem reinen Alu. Dann kommt da die sogenannte Kalkverfestigung dazu, Mischkristallverfestigung, Ausscheidungshärtung und Kornfeinung. Jetzt ist die Frage, hey, was kann man sich jetzt eigentlich darunter vorstellen? So, jetzt sind wir bei der Kalkverfestigung. Heute ist ja ziemlich warm. Und zwar kann man sich das vorstellen, reines Aluminium ist ziemlich weich. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Schlagsahne. Und was macht man, dass die Schlagsahne eine gewisse Festigkeit kriegt? Schlagen! Jawohl, Leute! Man schlägt diese Sahne. Also, habe ich hier mal mitgebracht. Und dann gibt es natürlich ein Problem, wenn man die geschlagen hat. Und also das funktioniert dann nur, wenn es richtig kalt ist. Ja, weil nämlich, wenn es heiß wird, dann verläuft das ganze Zeugs. Also das heißt, hier diese Kalkverfestigung funktioniert nur, wenn es kalt ist. Wenn es warm wird, Schrott. So, jetzt gibt es nämlich eine Abhilfemaßnahme, die sogenannte Mischkristallverfestigung. Was kann man tun, dass die Sahne auch bei etwas höheren Temperaturen fest bleibt? Sahne steif! Jawohl, richtig, Jungs. Also, guck mal hier. 100 Punkte fürs Publikum. Also, Sahne steif und das heißt auch bei höherer Temperatur bleibt dieses Ding, bleibt die Sahne fest und im Prinzip passiert genau das mit unserem Werkstoff, wenn wir da Mischkristall bildende Legierungselemente, wie zum Beispiel Mangan, in das Alu reinkippen, reinrühren, dann haben wir eben diesen Effekt. So, dann sind wir schon beim nächsten Effekt, Ausscheidungshärtung. Und zwar so, wenn ich manchmal so ein bisschen Hunger habe zwischendurch, dann nehme ich halt einen Joghurt her und so ein Joghurt allein macht nicht richtig satt. Was macht man da? Was? Nein?
Müsli! Mensch, richtig! Mensch, das Publikum hat ja schon 100 Punkte. Also Haferflocken rein, kippen. Und man sieht es ja, wenn man da Haferflocken rein kippt, dann wird diese Pampe so richtig fest. Also die tropft dann nicht mehr runter, sondern die kriegt plötzlich eine höhere Festigkeit. Und genau das können wir auch bei unserem Aluminiumwerkstoff nutzen, ja, dass wir da sogenannte Ausscheidungen erzeugen, die eben die Festigkeit von unserem Werkstoff erhöhen. Jetzt ist nur die Frage, wie kann man überhaupt solche Ausscheidungen, also sowas wie Haferflocken, in diesem Aluminium drin, fest verteilte Dinge, die aussehen wie Haferflocken, wie kann man die erzeugen? Achso, das habe ich jetzt ganz vergessen, das ist nämlich die Festigkeit eben mit Menge an Haferflocken bzw. Ausscheidungen hochgeht. So, also die spannende Frage ist, wie kommt das Zeug eigentlich da rein? Und das kann man sich erstmal so vorstellen, so Aluminium verhält sich ganz grob wie ein Tee. Ja, wenn der Tee ziemlich heiß ist, kann man da ziemlich viel Zucker reinkippen und das löst sich alles drin auf. Wenn jetzt dieser Tee sich abkühlt, scheidet sich quasi dieser Zucker aus, weil eben das Lösungsvermögen von kalten Dingen geringer ist wie bei heißen Dingen, also zumindest Zucker in Tee. So, jetzt habe ich irgendwas vergessen, was ich da sagen wollte. Ja, genau, und so funktioniert eben die Festigkeitssteigerung bei unserem Aluminium, weil nicht wieder, also beim Zucker, klar, kann das einfach runterfallen, ja, und bei Aluminium, das ist ja fest, bleibt eben dieser Mischkristall einfach dort, wo er gerade entstanden ist und führt eben damit, diese Ausscheidung ist genau an dieser Stelle, wo sie gerade entstanden ist und führt eben dort zu einer Festigkeitssteigerung. So, jetzt komme ich schon zum nächsten Effekt, zur sogenannten Kornfeinung. Und zwar, jetzt müssen wir da ein bisschen aufpassen, und zwar Metalle kann man sich ganz grob so vorstellen. Metalle sind ja aus einzelnen Kristallen quasi zusammengesetzt, die quasi eng an eng sind. Kann man sich praktisch so vorstellen wie Grundstücke, also die grenzen auch nahtlos aneinander. Und jetzt ist quasi so, ja, auf einer gegebenen Fläche links bei so einer Kleingartenkolonie, da sind ja viel mehr einzelne Parzellen, wie jetzt zum Beispiel bei so einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. So, und wenn man jetzt da sagt, hey, jetzt ändern wir was von außen, kann man sich ja schnell vorstellen, also bei so einer Kleingartenkolonie, da ist ein viel größerer Widerstand gegen Veränderung da, wie bei so einem einzelnen Bauer, der hat ja überhaupt keine Chance, sich da zu wehren. So, und der Widerstand gegen Veränderung, gegen Verformung ist nichts anderes als die Festigkeit bei unserem Aluminium. Genau, so. Und ich habe immer so ein paar Bilder, also quasi so ein feinkörniges Gefüge hier links, ja, das hat eine ziemlich hohe Festigkeit und wenn wir jetzt quasi unseren Werkstoff zum Beispiel aufschmelzen beim Schweißen, dann lösen sich die Körner auf, also es wird flüssig, bilden sich neue Körner und die sind meistens dann viel, viel größer wie die, wo wir davor hatten, die feinkörnigen, die wir bewusst erzeugt haben und das heißt, da ist eigentlich die Festigkeit erstmal geringer. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle diese vier Effekte erklärt und jetzt sind wir erstmal gerade halber beim Problem und dann kommen wir erst zur Lösung. So, also ich hoffe, ihr habt jetzt diese vier Beiträge verstanden, die unseren Werkstoff quasi fester machen. Top. So, jetzt sind wir zunächst beim Schmelzschweiß und jetzt ist die spannende Frage beim Schmelzschweiß, was passiert eigentlich da mit unserem Werkstoff? Wenn wir uns das angucken, beim Schmelzschweißen, okay, was passiert da? Unsere Kaltverfestigung, also wir machen es ja super heiß, die ist quasi, geht flöten, ja, die löst sich auf. Kerle, wir haben doch 12 Minuten ausgemacht. So, dann die Ausscheidungshärtung, die geht etwas zurück. Und dann die Kornfeinung, die geht auch zurück, ja. So, weil wir neue, größere Körner bilden. Und jetzt, wenn wir eben so eine Schweißnaht angucken, die durch Schmelzschweiße erzeugt ist, in dem Fall durch einen Laser, und wir ziehen da dran, bäm, was passiert? Die Schweißnaht, die reißt eben genau in der Mitte. Das kann man nicht gescheit umformen, dieses Taylor-Welded-Blank, wenn es aus Alu ist. Also hilft unserem Problem nicht weiter. Dann gibt es ein ganz tolles Verfahren, das sogenannte Rührreibschweißen. Und zwar, das schmilzt den Werkstoff überhaupt gar nicht auf, sondern das knetet quasi den Werkstoff im festen Zustand zusammen. Ja? Und es wird natürlich schon ein bisschen warm, aber nicht so warm, dass es aufschmelzen würde. Und was passiert jetzt da mit unseren festigkeitssteigernden Effekten? Und zwar, die Kahlverfestigung, die geht etwas zurück. Ja? Und die Ausscheidungshärtung, die bleibt prinzipiell da, aber wird auch ein bisschen weniger durch den Wärmeinput. Und Kornfeinung, man sieht es, das wird ein bisschen größer, weil dadurch nämlich neue Kristalle entstehen, die nämlich kleiner sind wie davor, deshalb wird es ein bisschen mehr. So, wenn wir jetzt die Schweißnaht angucken und wir ziehen da dran wieder, kann man sagen, haben wir erstmal gar nicht so viel gewonnen, reißt nämlich trotzdem in der Mitte.
aber insgesamt ist schon mal die Festigkeit schon mal viel höher wie davor. So, wenn wir jetzt aber diesen Zustand angucken und wo forschen wir jetzt dran? Ja, der springende Punkt ist, wir haben eine Wärmebehandlung entwickelt, die führt eben genau dazu, dass wir diesen Anteil der Ausscheidungshärtung maßgeblich steigern können und damit kommt es dann, dass die Schweißnaht nicht mehr in der Schweißnaht reißt, sondern außerhalb. So, also unsere Naht hält, das Ding lässt sich umformen, hier haben wir einen Technologiedemonstrator, so ein Tier-Innenteil, ja, und das reißt eben nicht mehr. Damit ist plötzlich möglich, dass wir Bauteile haben, ja, die wirklich hochfest sind, die umformbar sind und die wirklich ressourcenschonend sind. Also damit arbeiten meine Kollegen an der MPA und ich daran, dass wir wirklich ressourcenschonende Hochleistungsbauteile für die Automobilindustrie machen, um eben CO2 und andere Ressourcen einzusparen. So, und falls euch das noch richtig interessiert, dann könnt ihr hier bei Amazon mal Büchle kaufen und dann bin ich jetzt eigentlich schon durch. So, also, Dankeschön. Ah ja, jetzt muss ich das zum Desinfizieren abgeben. Halt, oh! Was? Okay, ich wollte doch. Jetzt habe ich gedacht, du schmeißt mich jetzt runter. Ja, nein, also komm, also so herzlos bin ich dann am Ende auch nicht. Ich wollte dich ja über unsere gemeinsame Geschichte, deine Geschichte so. Hier beim Science Slam Karlsruhe. Wann, weißt du noch, wann du hier warst? Oh, das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war quasi direkt da drüber. Das kann ich mir jetzt gerade daran erinnern. Jubetz, da hast du mich mal eingeladen, genau. Und was hat das mit dir gemacht und deinem Leben, deiner Karriere? Ja, also Karlsruhe ist ein nettes Städtle. Genau, es könnte sogar sein, dass ich das erste Mal diesen Slam da ausprobiert habe. Ich kann mich da nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Und wie ist also, weil das jetzt, also über, jetzt mal ernsthaft, das ist ja 2 Jahre her, dass jetzt kein Mensch auf der Bühne, also ich zumindest nicht auf der Bühne stand. Und wie ist es für dich so mit der badisch-schwäbischen Völkerverständigung? Also ich habe da kein Problem damit. Also ich war vorher etwas erstaunt, als ich da begrüßt wurde, da hieß es, ah ja, ein Ostbadener kommt daher. die Security-Jungs. Da habe ich gesagt, okay, passt schon, ich fülle auch euren Zettel da aus und so. Nein, also es sind doch alles liebe Jungs, ich denke doch, wir sind doch in einem gemeinsamen Bundesland und also die Streiterei, die müssen jetzt wegen mir nicht zahlen. Das sind so schöne Worte. Dafür bitte einen versöhnenden badisch-schwäbischen Applaus nochmal. Vielen Dank an Martin für deinen Vortrag. Danke dir. Ja, danke, danke euch. Ja, du, ich glaube, die wollen es zurück irgendwann. Ich hab's schon verraten, denn wer es lesen kann, sieht schon den Namen unserer zweiten Vortragenden hier aus Karlsruhe. Schon, ich glaube, schon sehr langer Zeit hier gewesen. Bitte einen Riesenapplaus auf die Bühne. Anastasia August. Genau, du kannst dir bei Yannick den frisch desinfizierten Präsenter abholen. Bist du bereit für deinen Vortrag? Ja. Dann bitte auch für Anastasia ein Auf die Plätze! Science! Vielen Dank. Guten Abend. Heute ist der falsche Tag, um von Wärme zu schwärmen, stimmt's, Martin? Aber ich muss das trotzdem machen, ja? Und zwar beruflich. Wärme ist eine Energieart und ich beschäftige mich beruflich mit den Fragen der Energiegewinnung und Energiespeicherung. Das sind sehr wichtige Fragen, ja? Stimmt's? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Aber es gibt noch etwas viel Wichtigeres. Ja? Viel wichtiger als diese Fragen sind natürlich die Antworten. Ja? Ja, aber ich will heute nicht nur Antworten geben. Ich möchte heute auch so ein bisschen zeigen, wie ein richtiger Wissenschaftler, eine richtige Wissenschaftlerin so arbeitet. Ja, denn so bezeichnen Wissenschaftler das, was sie jeden Tag tun. Wirklich wahr. Ja? Und ich arbeite mit Wärme. Ja? Wärme ist sehr wichtig für uns Menschen, habe ich recht? Naja, nicht heute, aber ansonsten. Es gibt aber Materialien, die Wärme überhaupt nicht mögen. Ja? Sie lassen die Wärme nicht in sich hinein gleiten, nicht in sich hinein diffundieren, sagen wir. Um das zu veranschaulichen, habe ich zwei Proben aus meinem heimischen Privatlabor mitgebracht. Mein Mann sagt, Küche dazu kann man machen. Ja, also hier, bitte, ein Messer. Und eine Kerze. Obwohl beide Gegenstände die gleiche Temperatur haben, nämlich die Umgebungstemperatur, fühlen sie sich unterschiedlich kühl in der Hand an. Das kennen Sie, oder? Das kann ich sehr deutlich spüren. Der Grund ist,
dass die Wärme meiner rechten Hand sehr schnell ins Metall eindringen kann. Sie entweicht der Berührstelle. Dagegen kann die Wärme meiner linken Hand nicht so schnell ins Paraffin, also Kerzenwachsparaffin sagen wir dazu, nicht so schnell eindringen, weil Paraffin einen erheblichen Wärmewiderstand leistet. Ja, diese Wärme staut sich an zwischen meiner Haut und der Oberfläche der Kerze und das ist die Wärme, die ich spüre, meine eigene Wärme. Zusammenfassend kann man sagen, guter Wärmeleiter, schlechter Wärmeleiter. Aber manchmal muss man ganz große Mengen von Paraffin, also eimerweise, ganz schnell aufschmelzen. Kennen Sie das? Gibt es so Tage? Und Paraffin lässt sich aber nicht so schnell aufwärmen. Ja? Was macht man da? Was tut man bloß? Nun, ein echter Wissenschaftler gerät nicht in Panik. Was macht ein Wissenschaftler in so einem Fall? Nachdenken, ja. Nachdenken ist sehr, sehr wichtig. Als WissenschaftlerIn kommen Sie nicht drum herum. Ja, und ich zeige gerne, wie das geht. Kann ich zeigen? Ne? Das geht so. Das kann Stunden so gehen. Aber ich kürze das für Sie natürlich ab. Und dann? Dann kommt der entscheidende Gedanke. Ja? Dann hat sich das Nachdenken gelohnt. Dann kommt der Gedanke, na klar, man könnte ja den Projektpartner anrufen und ihn fragen. Ja, und natürlich sagt er was Nützliches am Telefon und sagt, klar, kombiniert doch diesen Eigenbrötler mit einem guten Wärmeleiter, ja, mit dem Metall. Eine geniale Idee. Ja? Und natürlich machen wir das, aber nicht irgendwie, sondern geschickt. Wir kombinieren Paraffin mit Metallschaum, ja. Metallschäume sind wunderbare Materialien. Hier sehen Sie ein Foto davon und ein Computermodell. Und so sehen sie in echt aus. Ja, also Bierschäume sind wie, also nee, Metallschäume sind wie Bierschäume, nur ohne Bier. Aber das ist der einzige Nachteil. Ja. Sie sind praktisch offen. Sie haben ihre Wände zwischen den einzelnen Bläschen verloren. Sie sind offen. Um das zu veranschaulichen, habe ich Ihnen so ein 3D-gedrucktes Modell mitgebracht. Also aus Pappe gedruckt, das soll es nur veranschaulichen. Und hier sehen Sie, stark vergrößert, wie groß die Oberfläche von so einem Material ist. Ja, verglichen mit dem Volumen. Eine riesengroße Oberfläche. Und über diese Oberfläche kann man zum Beispiel die Wärme austauschen, sehr schnell austauschen mit allem, was diese Oberfläche berührt. Und da Sie hier sehen, dass da auch sehr viel Platz im Inneren ist, können Sie da alles Mögliche reinmachen. Zum Beispiel Wasser reingießen oder Paraffin als Granulat reinschütteln. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie soll das gehen? Das fällt doch unten alles wieder raus. Da sage ich, keine Panik. Wir sind WissenschaftlerInnen. Wir sorgen natürlich für perfekte Randbedingungen. Ja, wir tun das in ein Gefäß rein und dann Deckel drauf. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist aus Metall gefüllt mit Paraffin, also alles voll, man könnte nicht mehr durchgucken, alles mit Paraffin gefüllt und ist einer Wärmequelle ausgesetzt. Sonne, Herdplatte, warme Luft, irgendwas. Und jetzt kann diese Wärmeparaffin nicht nur von außen berühren, sondern sie kann eindringen in dieses Labyrinth aus ausgezeichneten Wärmeleitern und berührt das Paraffin von vielen, mit vielen inneren Quellen zusätzlich. Und Paraffin schmilzt schneller auf, tatsächlich. Das klappt dann tatsächlich schneller, weil wir Paraffin an viel mehr Stellen berühren, zusätzlich zu diesen äußeren Stellen. Ja, das klappt dann viel schneller. Ja, ja oh, jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, aber okay, aber warum muss man denn so viel Paraffin so schnell aufwärmen und dazu auch noch mit so einem billigen Trick? Da sage ich, ich bitte Sie, wir sind WissenschaftlerInnen. Uns ist kein Trick zu billig. Und zweitens hat Paraffin natürlich in Bezug auf Wärme auch positive Eigenschaften, sogar herausragende Eigenschaften. Paraffin pflegt nämlich Wärme zu speichern, wenn es schmilzt. Ja, das machen alle Stoffe, aber bleiben wir bei Paraffin. Warum ist das so? Nun, in einem Feststoff sehen Sie Teilchen, aus denen der Stoff besteht, in Ruhe, Feststoff. Und in im flüssigen Zustand bewegen sie sich aber. Ja, das macht die Flexibilität der Flüssigkeit aus. Ja, und beim Aufschmelzen muss man diese Teilchen in Bewegung versetzen, also sie beschleunigen. Und dafür ist Energie notwendig. Und diese Energie kommt zum Beispiel als Wärme von außen rein und ist dann in dieser Bewegung gespeichert. Umgekehrt, wenn der Stoff erstarrt, beruhigen sich die Teilchen und brauchen diese Energie nicht mehr und sie kann als Wärme rausfließen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, ja, gibt es denn dafür irgendeine Anwendung? Und ich als echte Wissenschaftlerin
sage dazu. Was Anwendung? Was meinen Sie damit? Ja? Aber Sie bestehen darauf, Sie sagen, was ist denn mit unseren Steuergeldern? Und ich sage, Anwendung kommt sofort. Stellen Sie sich einen Raum vor, einen heißen Raum an einem warmen Sommertag, die Sonne scheint. Die Geräte, die in diesem Raum stehen, zum Beispiel Computer, stehen da und arbeiten, erzeugen eigene Wärme und sie sind dieser Wärme ausgeliefert. Ja? Sie müssen gekühlt werden mit Ventilatoren, mit Klimaanlagen, das kennen Sie. Und jetzt stellen Sie sich vor, in diesem Raum steht so ein Metallschaum in einem Behälter, gefüllt mit Paraffin, steht einfach in diesem Raum an keine elektrische Dose angeschlossen. Hm? Steht einfach nur da und Paraffin merkt, okay, es ist warm, ich kann anfangen aufzuschmelzen, langsam. Ja, aber das Metallschaum wird das unterstützt. Ja? Die Wärme fließt rein, die Teilchen kommen in Bewegung, werden beschleunigt und diese Energie wird darin gespeichert. Und diese Energie, die dazu nötig ist, sie wird natürlich dem Raum als Wärme entzogen. Ja? Die Wärme fließt da rein, sie wird dem Raum entzogen und der Raum kühlt sich ab. Ohne eine Spannungsquelle, ja, kühlt sich einfach ab. Und diese Wärme, sie ist nicht etwa weggeworfen. Sie ist gespeichert in der Bewegung. Ja? Und später in der Nacht, wenn die Sonne nicht mehr scheint und die Geräte nicht mehr so stark arbeiten, kann es sogar zu kühl werden für die Geräte und Kondensationsschäden können auftreten. Aber da steht ja unser Modul noch im Raum. Und Paraffin merkt, okay, es ist kühler geworden, ich kann anfangen zu erstarren, die Teilchen beruhigen sich, brauchen diese Energie nicht mehr und können sie freisetzen. Ja, sie fließt dann raus als Wärme, raus über diese Stege, beschleunigt raus und erwärmt den Raum wieder. Ja? Das heißt, so ein Wärmespeichermodul schafft es, große Temperaturschwankungen in so einem Raum im Laufe des Tages abzumildern. Jetzt ist aber natürlich die Frage, warum nehmen wir Paraffin? Warum nehmen wir nicht zum Beispiel Wasser? Ja, Paraffin ist recht teuer und Wasser macht das natürlich auch. Ja? Wasser speichert auch Wärme beim Schmelzen und Wassereis setzt latente Wärme frei beim Schmelzen und wenn Wasser erstarrt, dann setzt die Energie frei und wenn Eis schmilzt, dann wird Wärme absorbiert. Nun, Wasser macht diese Transformation bei 0 Grad Celsius. Ja? Da können Sie sich denken, dass bei dieser Temperatur Sie nicht unbedingt sehr viel Wärme, überflüssige Wärme in der Umgebung haben, die Sie wegspeichern möchten. Ja? Dagegen gibt es Paraffinsorten, die bereits bei 29 Grad schmelzen, die kann man für solche Zwecke einsetzen. Ich weiß nicht, konnte ich Sie ein bisschen für Wärme erwärmen? Trotzdem vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen herzlichen Dank, Begleit. Riesenapplaus für Anastasia Danke. August. Danke. Danke. Du bist ja aus Karlsruhe, du forschst hier am KIT aktuell und zusammen aber auch mit der Hochschule. Ja. Wie ist denn deine Geschichte mit dem Science in Karlsruhe? Wann warst du das erste Mal dabei? Vor 7 Jahren, 2014 im Sommer. Ich habe bei FameLab mitgemacht und danach hast du mich überredet, bei SciSlam aufzutreten. Also ich habe alles dir zu verdanken, was SciSlam angeht. Vielen Dank. Die 10 Euro für diese positive Aussage gibt es dann nachher noch extra. Mindestens. Nein, wie ging es weiter? Ich meine, du hast jetzt eine eigene Gruppe auch am KIT. Wie war das so für deine wissenschaftliche Karriere, das Slammen? Hat es dir irgendwie geholfen? Ja, also ich glaube, die Uni hat aus diesem Grund meinen Vertrag entfristet, tatsächlich. Kann ich mir vorstellen, denn meine Chefin meinte, du solltest irgendeine Nische finden, irgendwas machen, was die anderen nicht können. Dann dachte ich mir, was, an einer Uni mit 2000 Mitarbeitern, was kann ich da besser als die anderen? Aber Science Slam scheint es zu sein. Ich würde sagen, danke. Das ist wunderbar. Bitte nochmal einen Riesenapplaus. Vielen Dank, dass du nochmal gekommen bist. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Genau, müssen wir den Präsenter zu. Wir bleiben hier noch etwas im badisch-schwäbischen Raum und freuen uns auf die dritte Vortragende, die ihr bitte mit einem ebenso grandiosen Applaus auf die Bühne bittet. Wiebke Schick! Oder ja, genau. Nimm dir doch bitte deinen frisch desinfizierten Präsenter. Gerne, wunderbar. Ja, guten Abend, Karlsruhe. So, auch wir können jetzt vorher nicht viel reden, weil wir haben ja keine Zeit, aber du willst ja eigentlich auch vortragen, korrekt? Eben, dann fangen wir doch mal an. Also, euer Einsatz.
Achso, oh, jetzt, ja, da, ist, ja. Da ist man noch nicht mal richtig weg, schon wird einem der Job weggenommen. Es ist. Ich will dich doch nur unterstützen. Ja. Bei dieser Hitze, weißt du, wenn die Wärme sich so ausdehnt. Das liegt an der Wärme, ich wusste es. Also, es ist deine Bühne frei für euch, ja. Nein, für dich? Ja. Ja. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Wiebke, auf die Plätze, Science! Wisst ihr, als ich noch Literatur studiert habe, da habe ich gerade am Anfang gedacht, alles, was die Menschen bewegt und was sie dann auch mal niederschreiben, ist entweder Krieg, die Liebe oder vielleicht nochmal die Liebe zum Krieg, wenn es russische Literatur ist. Aber ich habe dann schnell entdeckt, ein Hauptthema ist Orientierungslosigkeit. Von der Bibel bis Harry Potter, überall treffen wir auf Geschichten von Leuten, die entweder den richtigen Weg gar nicht finden oder die nicht merken, dass sie auf dem Falschen sind. Das fängt schon in der Bibel an. 40 Jahre durch die Wüste Moses, also wir haben ja heute so die Temperaturen, jetzt stellt euch auch noch vor, ihr habt da einen ganzen Clan hinter euch. Ehefrau Nummer 1 sagt, du, ich sag dir doch schon immer, dass du nicht Karten lesen kannst. Ehefrau Nummer 2 sagt, an dem Wadi hätten wir rechts abbiegen müssen. Ehefrau Nummer 3 sagt, an der Stelle lenkst du das Kamel jedes Mal schief. Und die Kinder dann auch noch, denen ist langweilig und sie müssen aufs Klo. Also das Einzige, was bei dieser Geschichte für mich ein Wunder ist, ist, dass es 40 Jahre gedauert hat, bis er lieber mit Dornbüschen sprach, als mit seinem Clan. Und dieses Motiv wurde dann ja auch später in der Rockmusik verwendet. Jetzt meine Frage an euch. In welchem Lied von AC/DC wird Moses Reise beschrieben? Highway to Hell, da habe ich es gehört, die Gewinner können nachher kommen und sich attraktive Preise abholen. Die Menschheit wollte sich natürlich nicht weiterhin auf geleitgebende Grünpflanzen verlassen und erfand Karten und Kompasse, aber auch damit hat man sich ja das eine oder andere Mal verfahren, zum Beispiel Kolumbus, der eigentlich nach Indien wollte, aber halt ziemlich schief abbog. In welchem Lied fragt denn Bob Dylan, wie oft ein Mann sich verfahren muss? Da hab ich's gehört, sehr gut. How many roads must a man walk down? Ja, und wieder wurde die Technik besser, aber trotzdem haben wir auch noch solche Meldungen, auch mit modernsten Navis. Und da gibt es dann auch moderne Musik dazu. Wie besingt Prinz Pi das Problem mit den falsch kalibrierten Instrumenten? Ja, ich glaube, da habe ich es gehört. Kompass ohne Norden. Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norden. So treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen. Aber als wäre das nicht genug, dass uns die Dinger nicht ans Ziel bringen, sie sind auch noch schlecht für unser Gehirn. Um genauer zu sein, schlecht für unsere Seepferdchen. Das sind die beiden hier rot gezeigten Strukturen. Oh, und das sind die Türsteher ins Langzeitgedächtnis und sie sind auch wichtig, wenn wir uns im Raum orientieren, wenn wir neue Wege kennenlernen und das liegt ja eigentlich auch recht nahe, denn was braucht man so im Leben? Man braucht Freunde, man braucht Partner, man braucht Nahrung, man muss wissen, wo die Feinde sind und die allererste, wichtigste Frage ist ja immer, wo finde ich das alles? Ja, um daran zu kommen. Und die gute Nachricht ist, dass sich diese Seepferdchen nämlich auch trainieren lassen. Das hat man festgestellt an Londoner Taxifahrern. Die müssen 3 Jahre lang den ganzen Stadtplan auswendig lernen, in ihrer Taxiprüfung komplett ohne Navi von A nach B kommen. Und man hat ihre Seepferdchen, Hippocampi, verglichen mit denen von Busfahrern, die genauso viel Zeit auf der Straße verbrachten, die genauso viel Kilometer gefahren sind. Und hat gemerkt, 3 Jahre Taxilehrerausbildung in London machen uns schlauer. Oder machen das Gedächtnis besser und die Hippocampi besser vernetzt. Aber man kann ja jetzt nicht alle, die älter werden, sich länger fit bleiben wollen, geistig und so weiter, nach London schicken, damit sie da Taxi fahren. Das war ja auch schon vor dem Brexit schwierig. Darum haben wir uns dann überlegt in unserer Arbeitsgruppe Way to Orientation, was wir denn machen könnten, damit wir Navis bauen, die nebenbei unsere kleinen grauen Zellen, wie zum Beispiel diese hier, Ronny, das Neuron, trainieren. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man dann sagen kann, wie weit es von einem Ort zum anderen ist. Und wir haben festgestellt, je nachdem,
An welcher Stelle von der Strecke die Leute sind, möchten sie unterschiedlich viele Details. Also zum Beispiel, wenn man an der Kreuzung ist, dann will man eigentlich nur wissen, ist das die, an der ich abbiegen muss oder nicht. Aber bevor man losfährt, möchte man doch lieber eine Übersicht und möchte vielleicht auch wissen, ob man auf dem Weg denn durch Städte kommt oder durch Brücken durch muss. Weil wenn das dann nicht der Fall ist, dann hat man ja schon einen Hinweis darauf, dass man falsch ist und bemerkt das vielleicht auch sogar noch, bevor man dann in Belgien landet. Und ich habe mich damit beschäftigt, was muss man den Leuten denn sagen, dass sie ans Ziel kommen. Und wir wissen ja, mit Worten kann man viele Fehler machen oder auch, wenn man es korrekt ausdrückt und die Leute ans Ziel bringt, sind doch noch nicht alle zufrieden. Ich habe dann erstmal meine Experimente mit Fahrsimulatoren gemacht und habe zum Beispiel verglichen, was die normalen, herkömmlichen Navi-Beschreibungen so machen, das ist das links, und was, wie könnte ich Infos einbauen, die man sich merkt, in der Hoffnung, dass die Leute sich auch die Umgebung besser merken. Zum Beispiel am Einkaufszentrum links abbiegen und fahren Sie um das Stadtzentrum herum und vorbei am Bahnhof, wo die hübschen, leicht bekleideten Damen stehen. Wir Menschen sind ja auch Augentiere und etwas, was sich abhebt, farblich oder auch emotional aufgeladen von der Umgebung, das werden wir uns besser merken und uns auch diesen Platz meistens besser merken. Ich habe danach erstmal Tests gemacht, in dem die Leute dann zeichnen durften, was sie gesehen haben. Links seht ihr eine typische Karte von den normalen Navi-Turn-by-Turn-Beschreibungen. Ja, sagt ihr, damit könnte ich auch nach Kroatien fahren oder wo auch immer hin. Ich weiß halt vorher nicht, wo ich lande. Und rechts seht ihr die Stadt, in der, durch die die Probanden fuhren mit den Orientierungsinformationen. Und in der Late-Night-Version dieses Slams habe ich dann in diesem Bild auch noch ein paar Zeichnungen von den hübschen Damen. Ja, wir sehen also, mit den richtigen Worten und den richtigen Bildern können wir, obwohl wir ein Navi benutzen, trotzdem unsere Hippocampi, unsere Hirnzellen trainieren, eventuell auch noch ein Bild vom Weg oder eine kognitive Karte von der Umgebung speichern. Und das ist dann auch wieder Hirntraining für uns, für das Gedächtnis im Allgemeinen. Wer weiß, vielleicht kommt eines Tages mit dem autonomen Fahren es dann auch mal, dass man den Opa, anstatt dass er Sudokus oder Kreuzworträtsel macht, einfach mit Alexa, mit einem autonomen Auto, einfach mal durchs Bahnhofsviertel schickt und guckt, ob er den Weg zurückfindet. Ich bin sicher, dass es viele Herren und Damen gibt, die so etwas, so einen Ausflug spannender fänden, als das mit den Sudokus oder Kreuzworträtseln. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr eure Ziele erreicht, egal wo sie sind. Life is a highway und habt weiterhin eine gute Fahrt. Bitte einen Riesenapplaus für Wiebke Schick. Mach ich mal so, bin so frei. Ja. Jetzt frage ich dann trotzdem noch eine unmittelbarere Frage, bevor wir also auf die Geschichte zurückkommen, weil du hier warst und was so deine Assoziation mit dem Science. Wie bist du heute hergekommen? Mit der Bahn. Wie hast du dich orientiert? An Landmarken und an leicht bekleideten Menschen. Gut, ich meine, bei dem Wetter waren es aber auch ziemlich viele, ja? Das waren auch recht einfach und du siehst ja, ich habe mein Ziel auch sehr schnell gefunden. Okay, das ist wohl wahr. Du kommst zum Langzeitgedächtnis, ja, so andere Hirnareale. Wie war es bei dir und dem Science Slam Karlsruhe? Wann warst du hier? Erstes Mal bei dir war 2016. Das war mein zweiter Science Slam und ich bin zum Science Slam gekommen durch einen Sportunfall. Ich konnte so lange keinen Sport machen, hatte da bei meiner Doktorarbeit gerade eine Phase, wo das Ziel weit, weit weg schien. Die fünfte Versuchsumgebung und immer noch keine Ergebnisse. Und eines Mittwochsabends laufe ich an einem Schild vorbei. Die katholische Hochschulgruppe macht einen Science Slam. Ich rufe den Pfarrer an, frage ihn, ob ich mitmachen kann, auch wenn ich nicht über Religion rede. Er sagt ja, dann fiel mir auf, ich habe noch keinen Slam. Aber ich dachte, Katholiken, 10 Minuten schlechter Predigt, das halten die schon aus. Ja, und am nächsten Abend habe ich dann über Seepferdchen geredet. Und jemand war dabei, der in Karlsruhe eingeladen war, der gab meine Nummer dann an Philipp und so kam das. Seither bin ich dabei, das ist heute, glaube ich, mein 67. Einsatz und Slam, ja, hat mich schon weit, zumindest weit durch Deutschland rumgebracht.
Hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Bitte nochmal einen Riesenapplaus. Herzlichen Dank an Wiebke. Wir verlassen nun geografisch hier unseren süddeutschen Raum und freuen, also würde ich noch mal, ach so, ja, Preise dann bitte danach abholen, Hygieneregeln und so, ne, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, freuen wir uns erstmal auf den nächsten Vortragenden. Bitte erstmal klatschen, noch keine Flaschen entgegennehmen. Ihr braucht die Hände für Uwe Galt. Hi. So. Moin. Und? Ja. Gut, bereit? Ist das jetzt, wir verlassen, bin ich jetzt aus Ostbaden, weil wir das vorhin schon thematisiert hatten? Es kommt jetzt darauf an, wo man die Grenzen zieht, ne? Das musst du, glaube ich, auch ein bisschen festlegen. Achso, ich dachte, das ist schon festgelegt. Ach so, nein, ich glaube, wir sind da ganz offen, das können wir im Diskurs klären. Du kannst dir vielleicht noch was dazu sagen später. Ich glaube, jetzt erstmal kommen wir zu deinem Vortrag und dem Plausch danach. Du bist bereit, habe ich gerade gefragt. Ihr seid bereit? Ihr seid bereit für den Vortrag? Wunderbar, dann ist es deine Bühne. Auf die Plätze. Science! Ja, guten Tag. Ich möchte einen Vortrag halten über Werkstoffe für Biomassereaktoren. Das ist also mein Beitrag zur Energiewende. Ich habe den Vortrag wie folgt gegliedert. Das ist, kennt ihr das, wenn man wissenschaftliche Vorträge hört und die fangen so an? In 50% der Fälle genauso? Also das kann man natürlich ein Stück weit personalisieren. Und für euch möchte ich euch auf die kommenden 10 Minuten einstimmen. Im 18. Jahrhundert, da ging es langsam los. Cool, und Walter Franklin legte es euch in den Schoß. Später kamen noch Ampere, Maxwell und Ohm. Und dann war er da, der elektrische Strom. Wir fanden ihn so toll, der kann so viele Sachen. Höher, schneller, weiter und der kann auch heller machen. Wir gruben die Kohle tief aus dem Berg. Und dann stand es auf der Wiese, das erste Kraftwerk. Wir brauchten mehr davon. Es kamen Öl und Gas. Wer in der Nähe wohnte, rümpfte schnell die Nase. Doch es wurde akzeptiert, kam ein Beschwerdebrief. Solange es warm und hell war und der Fernseher lief. Wir brauchten mehr davon und spalten das Atom. Wissenschaftlich die große Sensation. Doch die Stimmen werden lauter, wohin mit dem Abfall? Sonst wird das alles hier ein riesiger Reinfall. Doch es wurde akzeptiert, trotzdem Beschwerdebriefen, solange es warm und hell war und die Fernseher liefen. Danke. Jetzt hat sich herausgestellt, also mittlerweile ist Klimawandel nur noch bei der komischen Partei mit den komischen drei Buchstaben ein Nicht-Thema. Aber trotzdem ist allen irgendwie klar, so Radioaktivität und CO2 ist nichts, was man so in der eigenen Nähe haben will. Nichts, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Achso, muss ich kurz erklären, das ist mein Sohn. Achso, das muss ich dahin zeigen. Und ich blende den gleich nochmal ein und dann müsste hier so aus gefühlten 1000 Kehlen so ein Oh. Also Radioaktivität und CO2 ist nichts, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Damit habe ich gerechnet. Habe euch aber verarscht, der sieht jetzt so aus. Nein, noch nicht ganz. Also das ist er hier vor ein paar Wochen, wo man das wieder durfte. Jetzt müssen wir zurück zum Inhalt kommen. Da hilft uns das Deutsche Biomasseforschungszentrum, das DBFZ, ist so ein Institut in Leipzig, Ostbaden, ihr wisst Bescheid. Aber eigentlich nur deswegen, weil sich die Buchstaben wunderbar zum Beatboxen eignen. Die Lösung ist ganz einfach und doch innovativ. Das Zauberwort der Stunde heißt regenerativ. Wir nutzen nur natürlich Wasser, Sonne, Wind. Doch was tun wir, wenn die nicht am Start sind? Dann ist der Ofen aus, dann machen wir nur nasse. Moment, es gibt ja noch die ganze Biomasse. Im Holz ist die Sonnenenergie gespeichert. Kohlenstoff hat sich darin angereichert. Und wenn wir das verbrennen, wird er wieder frei. Aber nicht mehr. Und jetzt kommt Phase 2. Es gibt ja noch viel mehr, was sich verbrennen lässt. Hühnerkot, Stallmist, vom Gern der ganze Rest. Allein darin ist nicht mehr nur Kohlenstoff. Schwefel, Stickstoff, Chlor, die machen ganz schön Zoff. Und es rostet und es gammelt und es fault und es leckt. Wird doch mal Zeit, dass da einer was entdeckt. Und wieso das geht, oder warum auch nicht, erklärt das folgende alte Gedicht. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb und sollten zusammen nicht kommen, wovon ich im Folgenden schrieb. Das Chlor und der Schwefel, die wollen sich binden mit jedem Metall, doch dann geht uns durch der Reaktor und gibt einen furchtbaren Knall. So zogen wir aus in die Ferne, doch vieles war Rauch nur und Schall. Wer wirft sich für uns in die Fluten und schützt das reine Metall? Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie sollten zusammen nicht kommen, sie hielten auf ewig zusammen. Es ist Aluminiumoxid. Es steht da in Hitze und Feuer und trennt, was so gern sich verband. Es ist auch noch gar nicht mal teuer, da freut sich der Wirtschaftsverband.
So, will ich kurz erklären. Also wir haben hier, wenn wir, das ist so die Zeichnung, wenn wir praktisch Stahl nehmen und dann seht ihr hier auf der einen Seite diese verschiedenen Schichten. Das heißt, das rostet und platzt ab und rostet und platzt ab und rostet und platzt ab und rostet und platzt ab. Und ich denke, ihr habt es verstanden. Und dann seht ihr hier auf die andere Seite, da haben wir unten noch so Risse und Poren im Material. Das nennen wir also innere Korrosion, wollen wir auch nicht haben. Und deswegen machen wir was anderes. Wir machen eine Legierung mit Aluminium drin. Das macht in der Wärme dann obendrauf eine kleine, dünne, schützende Schicht Aluminiumoxid. Und dann machen wir das. Ja, ich habe übrigens im Gegensatz zu Martin sogar Maßstaben auf den Bildern. Ich bitte, das zu erkennen. Das sind übrigens die gleichen wie hier. Also die Bilder sind tatsächlich maßstäblich gleich. Und das Ding war 1000 Grad bei 1000 Stunden im Reaktor und sieht immer noch so aus. Applaus! Und das ist also unsere Lösung für diese Korrosion in Biomassekraftwerken und Biomasseverbrennungsanlagen. Das sind also pulvermetallurgische Hochtemperaturwerkstoffe. Und da gehen wir dann rum und stellen die auf Konferenzen vor. Und die Reaktion ist dann, na, vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen verhaltener als bei euch gerade. Und da können die halt Fragen stellen. Und da stehen die auf und sagen, wer sie sind. Und sagt der erste Urs Zubrücken, ETH Zürich. Sagen Sie, für hohe Temperaturen und korrosive Atmosphären gibt es da vernichtete Keramik in Reinform. Ja, Keramik ist schon chemisch nicht schlecht, aber gasdicht ist die auch nicht mehr, steht der nächste auf. Hallo, ich soll über Fachverband Innovative Bayern. Jo, hat es euch verdammten Saupreußen noch Connor gesagt, dass man Keramik schottisch herstellen kann? Ja, Gasdichtheit hat man mittlerweile im Griff, aber verformbar ist sie immer noch nicht. Und Keramik ist ja an sich auch bloß verbranntes Metall. Wenn wir also die Metalle hernehmen und die Oberfläche ein bisschen oxidieren, sind wir gut dabei. Hans-Dieter Eberle, Materialforschung Bosch, Stuttgart, Feuerbächle. Ha ja. Ha ja, Sie meinen Chromoxidle, wie beim Edelstahl, V2A, Nirosta und so. Ich habe das mit Martin geübt, der kann das gut. Ja, Chromoxid ist gar nicht schlecht. Es ist halt schade, dass wir Sachsen keinen Dialekt haben. Chromoxid ist gar nicht schlecht, hält bei Raumtemperatur Passivierung ideal, aber bei 900 Grad ist Schicht im Schacht, das fängt an abzudampfen und wird porös, brauchen wir was anderes, Aluminium. Joachim Wesig nicht, FU Berlin. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Aluminium und ich kann Ihnen sagen, das schmilzt ja schon bei 660 Grad. Da können Sie mit Ihrer Biomasse noch gar nicht anfangen zu verbrennen, da ist das schon lange geschmolzen, wa? Ja, das ist richtig, reines Aluminium können wir nicht nehmen, müssen wir alle Legierungen nehmen, Metallmischungen, wo Aluminium mit drin ist, Eisenchrom-Aluminium ist so eine Idee, Kobalt-Nickel-Chrom-Aluminium-Yttrium, Konikrali heißt das dann, und dann hält das auch bei höheren Temperaturen. Helge Hansen, Hamburger Offshore-Energieanlagen. Sagen Sie, jetzt haben Sie so ein schönes Material, nicht? Aber das können Sie gar nicht herstellen. Das ist viel zu spröde. Das können Sie nicht walzen und nicht tiefziehen. Rührreibschweißen. Das können Sie nicht walzen und nicht tiefziehen. Was machen Sie denn da? Da ist ja alles vertüdelt. Ja, nun sind wir Pulvermetallurgen. Einfach die Pulver nehmen, mischen, pressen, sind dann fertig. Dann noch der Clou. In sauberer Atmosphäre, also heißer Luft, vorglühen, kommt das Aluminium hoch, macht Aluminiumoxid superdicht. Und das hält dann noch in der Feuerzone. Wo nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich die Kacke am Dampfen ist. Sagte letztens wirklich einer auf einer Konferenz, wer so shit boils. Aber nun, ich weiß gar nicht, wir sind heute gar nicht mit Institut vorgestellt worden, glaube ich. Ich bin also bei so einem Fraunhofer-Laden und da geht es immer viel um Projektgeld und dass das alles teuer und wirtschaftlich und Anwendung ganz wichtig ist. Und dann fragen die Leute, ist das nicht alles viel zu teuer? Und da möchte ich sagen, das ist die falsche Frage. Denn mit dem gelben Spruch hier könnt ihr mich gern zitieren, Geld ist ein guter Motor, aber ein schlechtes Lenkrad. Und wir müssen vielleicht doch irgendwie verhindern, dass in der Zukunft Dialoge wie der folgende geführt werden, dass das Kind zum Opa sagt, du, Opa, warum habt ihr damals mit der Umweltverschmutzung nicht aufgehört? Ihr hattet doch alle Technologien und Materialien, die man braucht. Weißt du, mein Junge, es war uns einfach zu teuer. Und das ist schade. Und jetzt habt ihr auch alle ganz schlechte Laune. Und hoffe ich euch mit der folgenden Zusammenfassung wieder ein bisschen in die besseren Gefilde der Laune zumindest zu erheben. Und dazu brauche ich eure Unterstützung. Ihr müsst, ich habe hier keine Musik dabei, die müsst ihr selber machen. Und zwar zweimal auf die Beine und einmal in die Hände klatschen, sodass das dann klingt. Strom kommt nicht aus der Dose, wir holen ihn aus dem Mist. Oder was sonst noch da geblieben ist.
Alles stopfen wir in den Reaktor rein. Der macht dann Strom und Wärme für das Eigenheim. Das kann Biomasse. Und ihr aus 1000 Kehlen? Das kann Biomasse. Das geht ans Material, das gammelt vor sich hin. Oxidpassivierung kam mir da in den Sinn. Keiner kann hindurch, die Grenze ist geschützt. Nur, dass es diesmal auch noch etwas nützt. Das kann Aluminium. Und ihr seid dran? Das kann Aluminium. Natürlich ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist nur ein Teil von dem, was kommen muss. Sonne, Wind und Wasser, still oder tief. Wir nutzen alle Quellen regenerativ. Dann können wir leben. Und ihr ein letztes Mal? Aber das schaffen wir nicht allein, da muss uns natürlich die Bundesregierung dabei helfen. Vielen Dank. Lass uns da bitte einen Riesenapplaus für Uwe. Geh doch mal in die Mitte für deinen Applaus. Uwe Geitsch. Vielen Dank. Ihr seid das beste Publikum, was ich mir erträumen kann. Ja, also wie ihr seht, war ein wichtiges Kriterium heute für die Einladung der Slammerinnen und Slammer, dass ihr in den letzten Jahren hier dabei waren, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, aber auch die regionale und sprachliche Vielfalt. Ihr werdet es auch noch bei den letzten Vorträgen auch noch sehen. Ich glaube, wir können da auch fast nahtlos anknüpfen. Kam auch schon was vor in deinem Vortrag. Du hast ja ein bisschen Überblick. Aber was ist eigentlich deine Geschichte zu Katrin? Wann warst du eigentlich hier? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon eine Weile her oder wir haben beide ein ganz schlechtes Gedächtnis. Scheiße. Okay, ich glaube, wir haben eine Gedächtnisexpertin hier. Wir müssen nachher mal konsultieren. Ich weiß noch, dass ich gewonnen habe. Zählt das? Das ist durchaus schon was wert, aber das heißt, es war nicht spektakulär. Aber es gewinnt ja jedes Mal jemand, oder? Das stimmt, aber es war für dich nicht spektakulär genug, dass dir das so als das Erlebnis in der... Ich weiß, es gab so eine Tasse. Und ich weiß, wir hatten unter der Tasse die Startnummer. Das war heute anders. Genau, ja, ich kann euch ja nicht mehr verarschen, ihr wart alle schon einmal da. Das heißt, ihr kennt das jetzt ja alle schon. Das wäre doof, ne? Aber gut, du hast ja spät, es gibt nachher Tassen für euch alle. Du hast gewonnen, du kriegst trotzdem auch noch eine Tasse, auf jeden Fall. Hä? Du kriegst noch eine Tasse. Juhu! Ich krieg eine Tasse. Ansonsten, wir müssen weitermachen. Ja, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, was ich so soll. Du sollst dich noch ein bisschen peinlich befragen lassen über vielleicht Geschichten, Gemeinsamkeiten. Ach so, na dann. Aber wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt. Willst du noch was wissen? Nee, jetzt auch nicht mehr. Okay. Halt, bevor du gehst, bitte noch mal einen riesen Applaus, unter dem du die Bühne verlassen darfst, bitte. Vielen Dank an Vielen Dank. Uwe für seinen Vortrag. Hat gewonnen und hat sich nicht gemerkt. Ach je. Wir gehen regional und sprachlich auch etwas südlicher, würde ich sagen. Und bitte begrüßt mit einem großartigen Applaus den fünften Vortragenden auf der Bühne, Matthias Mader. Doch, wie auch wieder dein Präsenter. Richte dich kurz ein. Ja, gelernt ist gelernt. Ja, das sagt man. Diese Mikrofonklemmen, die haben also diesen Lockdown, die sind zäh geworden. Gut, die sind zäh geworden. Damit müssen wir jetzt arbeiten, das Material. Was hilft sie nichts, gell? Gut, aber du schaffst es. Gut, dann gar nicht weiter quatschen, weil wir haben doch keine Zeit. Deine Bühne. Auf die Plätze. Science! Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja hier wirklich sehr warm. Das ist nahezu nicht zu erwarten. Wenn in München hat es also 1 Grad weniger gehabt. Das war jetzt, habe ich nicht erwartet, dass da gleich so warm wird. Aber ich möchte Ihnen mit Ihnen ganz was anderes besprechen, nämlich über unsichtbare Nanoteilchen möchte ich sprechen. Und Sie werden sich jetzt zu Recht die Frage stellen, bei der Hitze und unsichtbare Nanoteilchen, wie geht das zusammen? Ich werde Ihnen sofort sagen, wie das geht. Sie fragen sich aber auch, warum unsichtbare Nanoteilchen, warum interessiert man sich für sowas? Vielleicht denken Sie sich gut, dass unsichtbare Nanoteilchen in die Laune des Schöpfers am 8. Schöpfungstag, es war alles fertig, Bibel war geschrieben, Schöpfer war fad, hat halt nur irgendwas geschöpft, was man halt dann nicht sieht.
irrer Weg der Schöpfung vielleicht und hat es dann unter dem Teppich der Schöpfung. So ist es aber nicht. Nanoteilchen sind unwahrscheinlich wichtig, weil, meine sehr verehrten Damen und Herren, Nano is everywhere. Überall sind Nanoteilchen drin, wo sie gehen, wo sie stehen, wo sie schauen. Und gerade wenn es so heiß ist, dann ist es Zeit. Und wenn die Sonne scheint, dann ist es Zeit, sich mit Sonnencreme einzuschmieren. Und in der Sonnencreme ist Titandioxid drin, das sie vor dieser Sonnenstrahlung physikalisch schützt. Also diese nanoskaligen Nanoteilchen, die legen sich auf ihre Haut und blockieren dann die Sonne und schützen sie dann vom Hautkrebs und vor einem frühzeitigen Tod. Das wäre sehr schade. Titandioxid ist im Übrigen auch das, was in weißer Wandfarbe das Weiß in der Wandfarbe macht. Also wenn Sie wirklich ganz sicher sein wollen, wenn Sie 300 Jahre alt werden wollen, dann nehmen Sie Wandfarbe, da sind Sie sicher. Wenn Sie aber jetzt weniger so ein Sonnenanbeter sind, sondern mehr so ein Kulturmensch. Also ich bin mehr der Kulturmensch. Ich gehe dann, wenn es heiß ist, mehr so in Kirchen und schaue mir da die Fenster an. Ich war heute auch in St. Bernhard am Durlacher Tor und habe da also in der Apsis dieses wunderschöne Glasfenster mit dieser Friedenstaube gefunden und habe mir gedacht, das ist Nanophysik. Da ist Nano in der Friedenstaube drin, weil nämlich gerade in diesen Farbglasfenstern, gerade auch in den sehr alten Farbglasfenstern sind Metallnanoteilchen drin, die eben durch ihre physikalischen, durch ihre optischen Eigenschaften die Farbigkeit hervorrufen. Zum Beispiel in den roten Fenstern ist es Gold und ich habe da mal auch schon eins gezeichnet. Also ich habe sehr lange mit Gold-Nanoteilchen gearbeitet, darum sind mir die sehr ans Herz gewachsen. Eine ganz andere nanoskalige Struktur ist ja momentan in aller Munde und in mancher Rachen. Und wir alle, jeder, der schon das Glück hat, quasi schon so seinen Impfarm zu zeigen, jeder, man krempelt ja jetzt ganz stolz da seinen Arm hoch und zeigt das Pflaster, in so einer Corona-Impfung oder auch in anderen Impfungen gegen Viren, sind nanoskalige Teilchen, nämlich diese Impfviren, diese Impfstoffe, so Viren, das ist jetzt kein Coronavirus, sondern das ist eine Bakteriophage, das ist ein Virus, den Bakterien kriegen können. Diese Viren, die sind auch nanoskalige Systeme. Wir haben da jahrelang jetzt darüber diskutiert, passt der Virus durch die FFP2-Maske durch oder nur mit Aerosol drumherum? Da wissen Sie Bescheid, dass Viren nanoskalige Systeme sind und dass das hochinteressant ist zu beforschen. Das brauche ich Ihnen heute an dieser Stelle auch nicht mehr erzählen. Ein ganz anderes, weiteres nanoskaliges System hängt da eng damit zusammen, nämlich Lebewesen. Auch der Grundbaustein von Leben. Und Leben kann also so ein Amöberich sein, es kann auch so ein schickes Publikum wie Sie sein. Leben basiert auf Proteinen und Proteine sind nanoskalige Systeme und Dynamik in Proteinen ist hochinteressant, weil eben wie sich so ein Protein verhält, das bestimmt dann, wie wir letztendlich sind und wie wir werden. Und so Proteine, die haben ganz spannende Dynamik, die es zu beforschen gilt. Und jetzt kann man sich natürlich interessieren, wie diese Nanoteilchen sind. Man kann die anschauen, man kann schauen zum Beispiel, wenn man jetzt an das Titandioxid nimmt, dann nimmt man so einen großen Topf Wandfarbe, rührt um, sieht, aha, die schauen irgendwie weiß aus. Aber man muss sich für die Einzelnen auch interessieren. Man muss sich dafür interessieren, ob die wirklich alle gleich sind. Und man kann da also ganz viele untersuchen. Man kann eben den großen Eimer Farbe nehmen. Aber wenn man die im Detail anschaut, und ich habe Ihnen da mein Modell auch gebaut von diesen Nanoteilchen, also für die an den Geräten zu Hause, schon mal im Bild. Und man kann die, also wenn man die anschaut, der schaut eher so rund aus. Ich kenne die gar nicht. Ich habe die seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Schauen wir mal, wie schaut der aus? Der hat so spitzige Haare und einen verdrehten Fuß. Was haben wir da noch? Der hat zackige Haare. Ich habe die wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Aber sie sind noch alle drei da. Sie sind also leicht unterschiedlich und das muss man untersuchen. Man muss die also einzeln untersuchen und das haben wir gemacht. Wie geht das? Also ich bin Laserspektroskopiker. Und als Laserspektroskopiker ist natürlich der Laser die Waffe für alles. Man nimmt also so einen Laser, man nimmt das Nanoteilchen und dann einen Detektor und dann leuchtet man halt mal drauf und dann sieht man, dass man nichts sieht. Weil ich kann Ihnen das jetzt nicht demonstrieren, sonst gibt es immer Leinwand, da kann man das Nanoteilchen davor halten und sagen, die Leinwand ist der Laser und das wird nicht finster. Das müssen Sie sich halt jetzt vorstellen. Also so ein Nanoteilchen ist klein und so ein Laserfokus, der ist zwar auch klein, aber so klein dann doch nicht und das wird nicht wirklich finsterer. Also man muss sich da einen Trick überlegen und der Trick ist ganz einfach, man nimmt Spiegel, man baut Spiegel um dieses Nanoteilchen drumherum, man braucht da sehr gute Spiegel, also nicht sowas, was Sie im Bad hängen haben, sondern wirklich Spiegel, also gescheite Spiegel.
nicht so Bambal-Spiegel und wir haben da die besten Spiegel wirklich genommen, die man kaufen hat können und die sind so gut, dass du dann das Licht ungefähr 30.000 Mal zwischen diesen Spiegeln hin und her saust und nach 30.000 Umläufen, da ist dann am Gold-Nanoteilchen genügend absorbiert worden, dass man es messen hat können. Und da haben wir ein Paper geschrieben, das sehen Sie da, haben wir auch aufgeschrieben, das ist Open Access, das können Sie lesen. Kostet nichts, ist vollkommen umsonst. Und dann sieht man das. Gut, also Gold-Nanoteilchen, glauben Sie mir, wenn ich da drauf leuchte, dann wird es finster. Das sehen Sie. Also wenn ich Sie jetzt das da vor mich hinhalte, dann sehen Sie nicht durch mich durch. So, aber was macht man jetzt, wenn diese Nanoteilchen durchsichtig werden? Also das ganze Biozeug, das ganze, diese Proteine, die sind also zumindest als Physiker in guter Näherung durchsichtig. Das ist ein Problem, weil das Problem, das kennen Sie auch aus Ihrem Alltag, wenn Sie zum Beispiel mal mit Ihrem Smartphone in Gegenwart von Glastüren. Oder ich möchte Ihnen da noch ein anderes Beispiel geben. Schauen Sie sich mal diesen Vogel da an. Der Vogel sitzt da und denkt sich, gut, ich bin der, späte, der frühe Vogel. Und Sie wissen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das weiß man. Und der Wurm ist ja auch bereits da. Der sitzt da oben und jetzt fliegt der Vogel los, sieht den Wurm, denkt sich, früher Vogel, Wurm, passt. Und dann batscht der Batzen. Also der Batzen kennen Sie auch im Baden. Das ist eine Phasentransformation von eher fest nach eher flüssig. Da hat es der Batz, den Vogel, und der Wurm hat Glück gehabt. Vielleicht war es auch nicht, man weiß es nicht. So, jetzt muss man sich eben überlegen, wie kann ich detektieren, ob dieses Licht durch Materie propagiert oder nicht. Dazu muss ich wissen, wie verhält sich Licht in Materie. Und Licht verhält sich in Materie so ein bisschen wie ein Läufer. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen mit einer festen Schrittfrequenz, die Jogger innen unter Ihnen wissen das, ich mache das nicht, ich bin da nicht geeignet dafür. Die Läufer unter Ihnen wissen, dass man kann also gut mit einer festen Schrittfrequenz laufen und so ist es mit dem Licht auch. Das hat eine feste Frequenz, macht fest gleich große Schritte. Ich kann Ihnen das hier auch mal demonstrieren. Also mit gleicher Frequenz kommen Sie gleich weit und das Licht saust, liegt es in Wegstrecke, zum Beispiel in Luft oder in Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit zurück. So, und jetzt machen Sie Aquajogging. Weiß nicht, wissen Sie, was Aquajogging ist? Sie sind zu jung für Aquajogging. Aquajogging, das machen eher ältere Leute, die gehen dann zum Laufen ins Schwimmbad, also der natürliche Weg. Und hat auch verschiedene Vorteile, man kommt nicht recht vom Fleck, das ist auch das Wesentliche. Man kann dadurch bequem mit Nachbarn ratschen, man kann irgendwie resche Schwimmmeister beim Vorturnen besichtigen, Musik aus der Jugend hören. Also es hat nur Vorteile, Aquajoggen. Angeblich ist es auch gesund, das wäre für mich der Grund, es nicht zu tun. Aber also Aquajogging, wenn Sie unter Wasser laufen, dann mit der gleichen Schrittfrequenz wie an Land, also da haben wir unseren Wassertopf und jetzt laufen Sie da mit der gleichen Schrittfrequenz, dann kommen Sie weniger weit, weil die Schritte kleiner sind. Und so ist es mit dem Licht auch. Im optisch dichten Medium ist die Wellenlänge kürzer, die Frequenz aber gleich. Damit Sie das auch verstehen, nochmal, stellen Sie sich vor, der Rhein hat Hochwasser. Also so Hochwasser, dass Sie alle bis über den Haarschopf im Wasser sitzen. Dann sehen Sie zwar immer nur, dass ich rote Schuhe anhabe, aber in der letzten Reihe später. So funktioniert das. Und das muss man jetzt nur noch ausnutzen, das muss man nur noch messen, dass das Licht im Nanoteilchen weniger Platz braucht. Dazu braucht man einen optischen Resonator, das haben Sie schon immer gewusst. Ein optischer Resonator besteht aus zwei Spiegeln. Zwischen diesen Spiegeln ist eine Lichtwelle eingesperrt, haben Sie eine stehende Welle. Und weil jetzt diese Lichtwellenlänge so klein ist und so genau bestimmt ist durch den Laser, muss man den Abstand absolut genau einhalten. Das macht eine Elektronik, die passt auf und weil es im öffentlichen Dienst ist, muss sie auch aufschreiben, was sie tut. Und dann sehen Sie, da ist die Position von diesem Spiegel und dann kommt das Nanoteilchen daher. Wir haben das Experiment damals unter Wasser gemacht. Machen Sie das nie, das funktioniert nie und wenn, dann nicht gescheit. Dann schwimmt das Nanoteilchen da rein. Das Licht braucht im Nanoteilchen weniger Platz. Da klafft eine Lücke an der Welle zwischen Welle und Spiegel. Das Elektronik merkt das, sagt öha, öha, sagt sie und reguliert nach, schreibt auf. Sie sehen da diesen Spitz, dass da was war. Dann geht es zurück und das ist zumindest der Traum, dass dann wieder alles so ist wie vorher, wenn das Nanoteilchen weg ist. Das hat auch bei mir einmal funktioniert. Sie sehen jetzt da in Rot die beiden Spiegel, in Blau die Position des Spiegels und in Weiß sehen Sie dann das Streulicht von den Nanoteilchen. Also immer dann, wenn es weiß ist, dann ist es recht zackig, dann bewegen sich die Spiegel sehr, weil die Elektronik die Position ausgleichen muss und wenn es dann wieder ruhig wird, dann ist das Nanoteilchen weg, dann ist es finster und das war es, genau. Bevor es vorbei ist, noch eine Vorstellung, dass Sie vorstellen, wie weit ist, weil Sie da jetzt natürlich nichts bewegen haben sehen. Die Bewegung, das sind ungefähr 6 Atomradien und 6 Atomradien zum Meter, das ist ungefähr so weit. So etwa, das ist ungefähr, damit Sie eine Vorstellung haben, 6 Angströme zum Meter. Ich glaube, das ist ein Meter.
Nein, das ist kein Meter. So ist ein Meter. Das verhält sich ungefähr zum so wie der Anschaffungspreis von einem Backerl Büroklammern zum baden-württembergischen Staatshaushalt. So, jetzt wissen Sie, wie man ein Dunnott-Teilchen detektiert. Jetzt wirklich vielen Dank. Bitte einen Riesenapplaus für Matthias Mader. Nimm es wieder mit. Vielleicht brauche ich es nochmal. Genau, bleib doch auch noch ganz kurz. Ja, du kannst mal in Ruhe schon ein bisschen einpacken nebenbei. Dich würde ich mal nicht nach Karlsruhe fragen, sondern wir haben ja auch noch gewisse andere Slam-Erlebnisse, auch eher in deinem Kultur- und Heimatkreis. Ja, wir haben viele Slam-Erlebnisse. Wie ist es auch so? Du hast gesagt, du schaust gerne Kirchen an. Was verbindest du mit Altötting? Mit Altötting verbinde ich die Firma Plankl zum Beispiel. Es war eine großartige Nacht bei der Firma Plankl, nachdem wir im Chemiepark Gendorf. Also das ist eine lange Geschichte jetzt, weil da muss man also ein paar von den anderen waren auch da, ihr werdet es wiedererkennen. Also wir waren da in so einer eine Chemiefabrik am Arsch, also nahe des bayerischen Arsch der Welt, hat sich eingebildet, man müsste die Kultur in die Provinz bringen, hat einen Science Slam veranstaltet, dann waren wir da. Dann waren wir im Keller untergebracht, dann ist irgendwann der Werksfeuerwehrler gekommen, hat geschaut, wie viele Slammer da sind, dass er schon mal die Särge bereitstellen kann, wenn es brennt, dass er weiß, wie viel verbrennen. Und dann haben wir über Nacht in Altötting. Altötting ist ein großer Marienwallfahrtsort. Ich weiß nicht, ob Sie, wer ist katholisch von Ihnen? Kennen Sie das Konzept? Nicht? Naja, dann ist es hoffnungsfrei. Naja, also sehr interessant, also soziokulturell sehr interessant. Und dann waren wir da eben beim, kennen Sie Gerhard Polt? Und dann waren wir bei der Firma Plankl und der Herr Plankl, wenn Sie so einen Polt-Film kennen, dann kennen Sie auch Herrn Plankl. Und also der Hoteldirektor, der sich zu uns an den Frühstückstisch gesetzt hat. Ja, ich weiß nur, was sich hingesetzt hat, aber der war da und der hat, wie so Polt-Figuren im echten Leben, finde ich beängstigend. Gut, ich würde sagen, aber wir müssen wieder mit Blick auf die Zeit weitere kulturelle Erlebnisse aus der bayerischen Provinz, aber landschaftlich sehr schön. Es ist der Klimax der Schöpfung. Ich kann Ihnen das sagen, also der Herrgott hat ja Deutschland von Nord nach Süden geschöpft, und dann nochmal rundum und in Bayern, in Oberbayern, im Chiemgau, da wo ich herkomme, hat er aufgehört und drum ist da so schön. Ich würde sagen, wir müssen das auch in Karlsruhe jetzt mal so stehen lassen und ihm trotzdem noch einen grandiosen Applaus gönnen. Matthias Mader, danke dir! Und geografisch wird es jetzt durchaus ein bisschen schwierig und vielfältig. Ich glaube, ich sage mal gar nichts dazu. Bitte noch einmal, gebt alles, macht euch bereit, schlagt eure Hände zusammen. Ein großartiger Applaus für die letzte Vortragende des Abends, Susanne Grube. Ach, Philipp. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Okay, ihr, ein letztes Mal, gebt alles, deine Bühne. Auf die Plätze! Science! So, schönen guten Abend, Susanne Grube, mein Name. Ja, bei mir wird es geografisch tatsächlich ein bisschen schwierig. Unten rechts in der Ecke kann man es sehen. Ich bin beruflich ein bisschen rumgekommen. Ich bin von Berlin in die falsche Richtung nach Stuttgart gezogen. Da hat mich jemand rausgeschmissen. Grube ist scheiße, Grube muss weg, hieß es damals, als der Bahnchef auch da war mit Stuttgart 21. Jetzt hat man mich in Nürnberg dankensweise aufgenommen. Ich bin von Hause aus Biologin und um es ein bisschen komplizierter zu machen als Wissenschaftlerin, ich bin Bioakustikerin bzw. Entomologin. Ja, super, Fremdwort. Das um diese Uhrzeit bei der Hitze. Ich erkläre es aber mal. Entomologie ist nichts weiter als die Lehre der kleinen Insekten. Entomologen sind also, ich stelle es vor, als Homo Entomologicus einfach der gemeine Insektenkundler. Wir sind ein ganz tolles Völkchen. Wir sind auch ganz einfach in der freien Wildbahn zu erkennen. Wir sind nämlich kopflos zum einen und unfassbar schlecht angezogen. Das hat uns auch in der Gemeinschaft den Beinamen Physiker der Biologen eingebracht. War nicht, das ist ja die Physiker. Ich habe es meistens abgesprochen, es ist okay. Gut, Insekten sind, ihr wisst hoffentlich mittlerweile nach dem ganzen Thema Insektensterben, die erfolgreichste Organismengruppe überhaupt auf unserem Planeten. Jeder zweite Organismus, den wir kennen, ist ein Insekt und die sind auch überall zu finden. Und da, wo die sind, sind wir natürlich auch. Ob das oben auf den Bäumen ist oder unten auf der Erde, völlig egal. In dem Fall, in dieser sexy Position, sehen wir meinen Mann, der nach ungefähr 20 Sekunden auf die Knie gegangen ist für eine Wanze. Ich warte seit 10 Jahren noch drauf. Okay, jetzt könnte man denken, okay, die Leute sind vielleicht ein bisschen strange, die haben bestimmt keine Freunde, sind sozial isoliert, weit gefehlt. Wir sammeln auch gerne in Gruppenkreisen. Wir sehen hier gerade 5 Akademiker 50 plus auf der Jagd nach einem Käfer. Was soll ich sagen? Der hatte keine Chance. Wir sind echt schlau,
wissen auch echt viel über Tierchen. Wir haben nur dann ein Problem, wenn wir auf einen Organismus treffen, der mehr oder weniger als 6 Beine hat. In dem Fall so ein Huhn, das macht schon echt Probleme mit einem großen Fragezeichen. Und wenn man dann noch merkt, das Teil passt nicht ins Netz, ist eigentlich auch schon völlig vorbei. Gut. Also, wir kennen an Insekten, oder ihr hoffentlich, glaube ich, Schmetterlinge, Käfer, ihr kennt vielleicht eine Wanze, ihr kennt Fliegen, ihr kennt Mücken. Die Tiere, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige, das sind Zikaden. In dem Fall sehen wir ja ganz schön prominent eine sogenannte Singzikade. Und ihr habt die alle schon mal gehört, die sind nämlich unfassbar laut. Und wenn ihr im Süden von Europa mal aus Versehen Romantikurlaub machen wolltet und dann abends durch die Dämmerung gegangen seid und die Lippen nähern sich so an, so langsam, macht es irgendwo in den Bäumen. Das sind Zikaden. Alles klar? Gut. Das Tolle ist, oft im Tierreich machen sich ja die Männchen zum Nabbel, weil sie biologisch einen kleinen Nachteil haben. Sie müssen auf sich aufmerksam machen, machen aber nicht nur die Weibchen auf sich aufmerksam, sondern manchmal auch die Fressfeinde. Bei den Tierchen hier ist es auch so, nur die männlichen Tiere singen so unfassbar laut, was schon im alten Griechenland zu dem tollen Satz führte: Glücklich sind die Zikaden, denn ihre Weiber sind stumm. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Ich fand es nicht so toll. Ich bin übrigens heute das einzige Mal echt top aktuell mit meinem Vortrag, denn diese großen Singzikaden sind auch gerade in der Presse gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht, Joe Biden, an dieser Stelle würde sonst mal Donald Trump-Bashing kommen, ist leider nicht mehr möglich. Joe Biden wollte ja vor ein paar Wochen nach Europa fliegen, vor ein paar Tagen, und dann seht ihr hier, ne, die Zikade. Kennt ihr das in der Presse, ist rumgegangen? Doch, oder? Ja, so tolle Sachen wie, sie hat mich gerade erwischt, oh mein Gott, US-Präsident von Zikade erwischt, dann eiskalt erwischt, hieß es dann schon. Irgendwann war es sogar so schlimm zu sagen, er wurde attackiert und von dem armen Vieh gestochen. Nur zur Info, Zikaden sind immer und überall Pflanzensaftsauger. Er sieht zwar aus wie eine vertrocknete alte Pflanze, aber das war jetzt nicht das richtige Nährmedium. Es war aus Versehen vielleicht ein Untouch und hat nicht geschmeckt. Also die Zikade hatte mehr Angst vor ihm als andersrum. Okay. Sie traten in Massen auf, nur kurz zur Info, die 17-Jahres-Zikaden, es gibt auch 15- und 11-Jahres-Zikaden, beziehungsweise 13- und 11-Jahres-Zikaden, die haben eine Vorliebe für Primzahl, einfach weil sie mit diesem Rhythmus den normalen Fressfeinden-Rhythmen aus dem Weg gehen können, ist eigentlich ziemlich clever. Also Zikaden sind schlau, und was ich zeigen möchte, wenn es zu viel wird, kann man sie auch einfach essen übrigens. Zikaden sind übrigens auch unfassbar schön. Da jetzt hier nur die Männchen singen und der blöde Spruch bei den Griechen war, habe ich gedacht, nee, komm, gibt bestimmt auch andere. Habe gedacht, ja genau. Allein in Deutschland haben wir von diesen kleinen hübschen Viechern über 600 Arten. Man kennt sie nur nicht, weil sie meistens kleiner als 1 Zentimeter sind. Dieses hübsche Tierchen allerdings, was ich immer gerne Ninja Turtle unter den Zikaden nenne, mit der hübschen schwarzen Augenbinde, ist eine Rhododendron-Zikade. Das heißt, wenn ihr hier irgendwo mal einen Rhododendron seht, aktuell, der ein bisschen abgefuckt aussieht, könnte es daran liegen, dass Zikaden daran saugen und eine Krankheit übertragen. Also, die sind super, super schön. Einfach mal eine Weile hingucken, dann sieht man sie. Und es gibt die halt nicht nur in so schön psychedelisch bunt, wir haben die auch in durchsichtig. Es gibt sie allerdings auch in dick oder in dünn. Wir haben sie mit kleiner Nase, krummer Nase, langer Nase. Es gibt sie mit vielen Punkten oder wenig Punkten. Wir haben sie mit großen Punkten, kleinen Punkten, quergestreift, längsgestreift, beides gestreift. Es gibt sie auch in Leopardenlook oder sexy Lack und Leder. Wir haben sie von vorne ganz süß oder auch von hinten. Wir haben sie gut getarnt, schlecht getarnt, mit Aufsätzen als Hufeisen, sowohl hinten als auch vorne. Wir haben sie seltsam, seltsam am seltsamsten. Wir haben sie böse gucken mit Hörnchen oder aber zuckersüß, sprich, wir haben unfassbar viele davon. Das, liebe Leute, nennt man Biodiversität. Applaus. Also, und diese Biodiversität gilt es zu kennen und zu schützen. Und ich mache heute was ganz Ungewöhnliches, weil nicht nur für mich, auch für Philipp, für uns beide ist es quasi das letzte Mal heute. Da habe ich gedacht, ich nehme das Ende, den kleinen Sextanz, den ich sehr gerne mit dem Philipp gemacht habe, heute mal raus, um so eine kleine Hommage zu starten. Denn nicht nur die Zikaden haben eine unglaubliche Vielfalt, auch der Philipp. Und da habe ich gedacht, guck mal, Philipp, das war, glaube ich, eins unserer ersten Male. Schau mal, du mehr Haare. Ich noch keine Brille, wir waren so jung und hoffnungsvoll, es war so schön. Und da habe ich gedacht, hey, was ich mit Zikaden kann, das kann ich auch mit Philipp, stellt euch einfach eine unglaublich romantisch-theatralische Musik jetzt dazu vor. Ich wollte keine Privatbilder nehmen, deswegen habe ich einfach mal gegoogelt. Und beim Googeln nach Philipp Schrögel, macht das mal, trifft man, ich weiß nicht warum, auf dieses Bild. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Hey, genderfluid, alles möglich. Keine Ahnung, was passiert ist, aber go for it. Es ist in Ordnung. Aber ich fand es total spannend. Guck mal, wie jung und unschuldig du noch warst. Du hattest langes Haar und ganz wichtig, 2 Zöpfe. So habe ich dich auch kennengelernt, 2 Bartzöpfe. Es wurde mal irgendwann nur einer. Der Blick war immer noch verschrocken, ganz süß, wie eins deiner Lieblingstierchen.
Dann hast du zwischendurch mal eine Mafiosi-Phase gehabt. Ich weiß nicht, was los war. Die habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen. Ging ja hier ein bisschen seriös beim Science Slam. Weiter dann zu richtig fancy. Kurzes Haar, kurzer Bart. Was war passiert? Fand ich gut, aber langweilig. Dann habe ich mir Sorgen gemacht. Da war es ein bisschen radikal. Ich dachte, okay, hat er gerade einen Baseballschläger in der Hand, aber ich glaube, es war ein Zeigestock, was ungefähr genauso schlimm ist. Das kam dann, wie gesagt, jetzt gerade mal so die seriöse Phase, wieder mit dem Schwänzchen vorne dran. Das war echt, glaube ich, ein Tiefpunkt hier. Also die Nummer hier mit rechts, nein, Philipp, das ging echt gar nicht. Aber auch die Metamorphose der Brille fand ich sehr toll. Ja, bis wir jetzt hier ungefähr sind. Aber auf jeden Fall, Philipp, danke, du bist immer ein unfassbar lustiger, kompetenter, genialer, großzügiger, großartiger Science-Slammer und vor allem auch offenherziger Moderator gewesen, ne, wie wir dich kennen und lieben. Und deswegen auch Applaus und seine Lieblingstierchen natürlich. Dürfen nicht fehlen. Also ich kann mich eigentlich nur meinen Kollegen anschließen. Du hast mein Science-Slam-Leben tatsächlich zu dem gemacht, was es auch ein ganz großes Stück ist. Und du bist ein ganz großer, wichtiger Teil in der Community und auch meinem privaten Leben. Und das freue ich mich. Und das muss ich heute. Deswegen heute weiter zurück zu den Zikaden. So, also. Welche Tierchen von den Zikaden, von den vielen ich gezeigt habe, sind jetzt die, die mein Herzchen begehren? Es sind die hier. Es ist so eine Windenglasflügel-Zikade. Hier haben wir gerade ein Pärchen in Erfüllung seines Lebensauftrages. In der Mitte dick und fett prominent das Weibchen. Hinten dran schlaff aber glücklich das Männchen. Das liegt daran, dass es während der Kopulation seinen gesamten Genitalapparat in das Weibchen hineinschiebt. Und da sprechen wir von einem ganzen Millimeter. Lacht nicht, die Tiere sind nur 4 Millimeter groß. Und jetzt rechnet mal. Gut, alles klar. Warum machen die das? Ganz einfach, das sind Fluchttiere. Wenn man die nur ein bisschen stört, dann hüpfen die weg. Und es wäre natürlich fatal, wenn das Männchen dann, wenn das Weibchen weghüpft, hinten rausflutschen würde. Also sind sie so wunderbar verhakelt. Ich kann auch sagen, menschliche Genitalien sind unfassbar langweilig. Guckt euch Insekten an, da erlebt ihr eine ganz tolle neue Welt. Gut, warum sind diese Tiere jetzt, abgesehen von den genialen Genitalien, so spannend für mich gewesen? Weil sie im europäischen Weinbau eine Krankheit verursachen, die sogenannte Schwarzholzkrankheit. Es sind verkrüppelte Beeren, die auch ganz bitter sind und teilweise im Bio-Weinbau bis zu 80% Ertragsbußen verursachen. Das nächste Spannende ist, die Tiere sind über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Das heißt, man hat den Ursprung in Slowenien und die sind östlich und westlich der Alpen nach Deutschland gekommen. Und ursprünglich saßen sie, wie der Name sagt, nur an der Ackerwinde. In Deutschland plötzlich allerdings sitzen sie auch an der Brennnessel. Klingt für euch jetzt langweilig, als Biologin denkt man so, wow, Sechser am Lotto, ein und dasselbe Tier, was auf eine Futterpflanze spezialisiert war, plötzlich auf eine ganz andere, what happened? Da muss irgendwas passiert sein, zumal die Pflanzen völlig andere Inhaltsstoffe haben, andere Wuchszeiten, da muss auch etwas passiert sein. Und man wollte wissen, große Frage, handelt es sich also um eine Art oder vielleicht doch schon um zwei? Und in Zeiten des großen Artensterbens ist es natürlich echt ein Sechser am Lotto für einen Biologen zu schauen, also der Evolution dabei zuzuschauen, wie Arten entstehen. Und genau das ist passiert. Man hat viele biologische, molekularbiologische, genetische Untersuchungen gemacht und die Antwort war, ja, vielleicht. Vielleicht ist eine echt beschissene Antwort in der Wissenschaft, wenn man Geld haben möchte. Aber die letzte Möglichkeit, hey, Moment mal, wenn diese Tiere vielleicht auch singen, wie die großen Singzikaden, könnte man dann eventuell die gute alte Verhaltensbiologie einsetzen. Und genau das habe ich auch getan. Ich habe die Tiere belauscht, allerdings nicht so, das geht nicht, die sind zu klein, die können keinen Luftschall produzieren. Was die aber machen, ist Substratvibration, nämlich im Endeffekt das hier. Die Tierchen bewegen ihren Körper, versetzen ihn in Schwingung, diese Schwingung wird mit den Beinen auf den Untergrund übertragen und das können die Artgenossen wahrnehmen. Und das kann man mit einem Laser hörbar machen. Ich habe also im Endeffekt jahrelang in Europa Lasertag im Weinbau gespielt, nur dass hinten die Suse vorne die Zikade saß und was rausgekommen ist, sind, also das Laborarbeit, sind gelbe Striche. Langweilig. An guten Tagen habe ich sie mir blau gemacht und eigentlich habe ich sie das rausgesucht. Ja, ich habe geschaut in diesem ganzen Kuddelmuddel, ob ich irgendwelche Muster erkenne und das ist so ein Muster und Achtung, es ist ganz süß, es ist kein Frosch. Das ist das Hallo von der kleinen Zikade, die ihr euch vorstellen könnt wie eine Fruchtfliege. Und wenn ich sage, das ist das Hallo, kann ich sagen, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sounds. Es gibt noch ein Verpiss dich. Es gibt noch ein Verpiss dich jetzt wirklich. Es gibt ein Hallo Schnecke. Und ein, na, wie wär's denn mit uns beiden? So, auf Zikadisch. Ich habe also sehr lange gesessen und diese Sounds verglichen, die erst sehr ähnlich aussahen, habe also Pulse, Interpulse, alles sowas ausgemessen und verrechnet über Jahre. Und das ist bei rausgekommen, der sogenannte Zebra-Effekt. Ihr seht hoffentlich alle zwei verschiedene Zebras.
Beide haben tatsächlich 50-50 Schwarz- und Weiß-Anteile, aber das Arrangement der Streifen ist ein unterschiedliches. Links haben wir einen mit wenig, aber dicken Streifen, rechts mit vielen, aber dünnen Streifen. Und das, was wir optisch wahrnehmen, nehmen Tiere übrigens auch akustisch wahr. Das heißt, nur weil wir etwas nicht wahrnehmen, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Es ist total spannend, die Welt um uns herum. Und der ganz tolle angewandte Aspekt ist übrigens, dass ich erkennen kann, ob Tiere krank sind oder gesund. Und das nur am Hören. Und das hat man sich in der Humanmedizin tatsächlich auch zunutze gemacht, denn Gewebe schwingen einer bestimmten Frequenz, wenn sie gesund sind, nach. Und ich kann punktuell feststellen, wenn sie im MRT sind, ob sie krank sind oder nicht, ist egal. Hauptsache Wein, Zikade, Leber und Philipp, ich hab dich lieb. Vielen Dank, dass wir immer beide sein durften. Erst aber dein Applaus. Naja, deiner. Vielen Dank. Rosa Grube. Danke. Jetzt kann ich eigentlich auch gar nichts mehr fragen, weil ich dann vielleicht auch so ein ja, schlimm, ne? So Tränchen, du ja, hast ja eigentlich auch schon so gesagt, und mit schlimmen Bildern, die, weißt du, einmal ist was im Internet, kriegst du nicht mehr weg, ne? Oh Gott, ja. Und ich fand es privat, aber nee, das war echt ein Tiefpunkt. Nee, echt jetzt? Ich mag dich, ich bin ehrlich zu dir, das war ein Tiefpunkt, aber der war gut. Okay, du. Danke! Das ist der Neid der Männer. Nee, lass mal, ist schon in Ordnung. Gut, okay. Wir klären das nachher, denn wir haben ja eigentlich keine Zeit. Richtig, ich bin weg, Leute. Nein, halt, du kannst mal gleich hier bleiben. Was soll ich machen? Weil wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich würde mal gleich nochmal erstmal alle unsere Slammerinnen in der Reihenfolge ihres Auftritts hier auf die Bühne bitten. Reverse, Suse, geht doch mal nach da drüben und dann von hinten. Also Suse Grube, Matthias Mader, Uwe Geit, Schwieb Geschick, Anastasia August und Martin Wertz. Bitte von euch nochmal einen Riesenapplaus für alle 6 großartige Vorträge. Genau, Stefan, Abstand. So, ordentlich sortiert. Wir müssen es jetzt ein bisschen abkürzen, auch die Zusammenfassungen. Wir hatten jetzt auch keine Pause zwischendurch. Ihr habt eigentlich noch präsent, ihr seht sie hier alle nochmal auf der Bühne. Ihr als Publikum und der Livestream ist, glaube ich, ein paar Sekunden hinterher. Das heißt, wir warten mal noch so 5 Sekunden extra. Könnt ihr jetzt entweder am Laptop oder mit eurem Smartphone auf die Seite menti.com gehen und dort den Abstimmungscode eingeben. Dann kommt ihr zu unserer Abstimmung hier, 32449411, aber ihr könnt es ja lesen. Und stimmt dort ab. Wie gesagt, für jeden der Vortragenden 1 bis 10 Punkte insgesamt. Und wie gesagt, es ist ein Best-of, also 1 Punkt in theoretischer Minimalwert. Seid großzügig bei eurer Bewertung. Ja, drückt schon aus, wer es aus eurer Sicht am besten gemacht hat, aber seid bei allen anderen auch sehr großzügig. Also ich würde mich über ein sehr spannendes Ergebnis freuen. Wir schauen übrigens auch nicht in alle Details rein, denn wir haben das eher so Oscar-mäßig gemacht. Yannick, der ansonsten hier die ganze Zeit stumm an seinem Tisch saß, wird mir dann das Ergebnis in einem goldenen Umschlag reichen und wir werden feststellen, wer unseren Slam gewonnen hat. Also menti.com, Code eingeben, abstimmen, alle zu Hause auch. Wir warten uns noch mal ein paar Sekunden. Und schau mal, ich kann doch schon mal anfangen, Dinge zu verteilen, oder? Ja. So. Bitte? So, es wurde angesprochen, ihr habt eigentlich alle schon so eine Science-Slam-Tasse. Ich bin aber gerade erst umgezogen und irgendwie so viel Scheiß rumzuschleppen und ich möchte nicht mehr so viel rumschleppen. Ihr kriegt einfach noch eine zweite Science-Slam-Tasse, alle. Achso, ich muss die ja, so, eine zweite Science-Slam-Tasse. Dann bin ich das schon mal los. Bitte? Nein. So, dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja ganz schön, zu so einem Science Slam auch immer noch Blumen an alle zu verteilen, aber da ihr alle mit der Bahn angereist seid, meistens, gut, du nicht, aber alle anderen schon, gibt es die jetzt hier zum selber züchten und anpflanzen. Da müsst ihr ein bisschen was tun, aber es sollte für euch auch kein Problem sein. So, bitte sehr. Und wir haben gedacht, dass ein Special Science Slam ist. Janik, die Tüten. Andere auch gleich. So, wir sind jetzt ja noch eine Weile hier. Und um uns den Abend irgendwie angenehm zu gestalten, habe ich gedacht, sorgen wir auch noch einmal vor. Und vielen herzlichen Dank, dass ihr beim Science Slam dabei wart, immer wieder in den letzten Jahren und heute auch nochmal zu unserem Special Science Slam. Vielen herzlichen Dank. Wir lassen nochmal einen Riesenapplaus für alle unsere Slammer. Ihr könnt nachher auch tauschen, wenn ihr irgendwie die... So. Und... Na, schau mal, dann kriegst du hier noch so einen. So, ja, ihr könnt tauschen, könnt ihr ausmachen. Okay, Janik, wie schaut's aus? 76. Okay, 5 Sekunden noch, wie gesagt, Online-Stream ist ein bisschen hinterher. Einen Sonderapplaus bitte. Nein.
Ich hatte einmal hier so vor 4 Jahren, glaube ich, beim Wissenschaftsfestival so Konfetti, da habe ich danach einen halben Tag den Schlossgarten gefegt. Keine Sauerei mehr. Wir haben das allererste Mal seit diesen 8 Jahren einen Science Slam Pokal, den Yannick mit der Hand angefertigt hat, und zwar etwas Modernes, das auch noch leuchten kann und den unser Gewinner oder Gewinnerin auch mit nach Hause nehmen kann. Das allererste Mal zum Abschied nochmal ein von Yannick produzierten Science Slam Pokal. Bitte einen Riesenapplaus. So, okay, wir sind über der Zeit, wir brauchen einen Gewinner, eine Gewinnerin. Die Nachfolger warten schon auf uns. Oje, oje, oje. Ja, jetzt will ich nicht mehr einpacken, wir haben keine Zeit mehr. Okay, es war in einem goldenen Umschlag, zumindest kurzfristig. Und wir haben einen Gewinner, bitte nach vorne treten. Uwe Deutsch, bitte. Uwe, ich darf dir mal deinen Pokal schon mal in die Hand drücken. Hier. Uwe? Ja. Ihr könnt trinken keinen Alkohol, ihr könnt euch dann nachher gerne meine Flasche abholen. Ich habe auch einen eher grünen, also einen schwarzen Daumen. Das kann ich auch abgeben. Aber die Tasse brauche ich. Ich habe erst 20 Science Slam Tassen. Das kann man nie genug haben. Eben, die 21 ist die beste. Einen herzlichen Applaus nochmal an euch. Herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank an euch als Publikum. Philipp! Vielen, vielen Dank. Und danke auch an die Technik. Bleibt dabei. Es gibt jetzt nur ein paar Minuten Umbaupause, die hoffentlich jetzt noch kürzer wird, obwohl wir überzogen haben. Es geht danach gleich noch weiter mit einer Kunstperformance, Klangperformance zum Thema Neuronen. Danach noch ein Live-Audio-Painting. Ich glaube, ihr könnt es viel besser erklären. Bleibt da, holt schnell ein Getränk. Hier geht's gleich weiter. Wunderbaren Abend und macht's gut. Danke. Oh Gott. Danke. Ja, jetzt. Quiz mitgemacht haben oder als schnellsten geraten haben oder diejenigen, die einfach sagen, ich hätte jetzt gerne ein Getränk, die kommen doch bitte zu mir. Ich habe es rausgetragen, ich schleppe das jetzt nicht wieder rein.